Gleich geht's gegen Leon. Ich kam gerade von der Arbeit, hatte leider keine Zeit für ja, fast 50 Games an 3 Tagen, wie mein guter Kontrahent heute Abend, aber sei es drum. Gegen Human ist eh nichts zu holen. Ich denke, es wird ein ganz klares 2-0 für Leon. Bin froh, wenn ich einen Footman kill, vielleicht ein Water Elemental Detonator, das wäre natürlich top. Auch für die restliche Saison so als Ansporn. Ich weiß, dass Leon extrem motiviert ist. Er ist ja, ordentlich am Grinden. Scheinbar ein bisschen nervös, man weiß es nicht, weil er hat eine Stream-Session gehabt, 17 Spiele gemacht, hat er gemeint, er geht offline. Ging dann offline quasi, hat aber vergessen, Stream auszumachen, hat direkt Custom Games mit Pado gestartet, bis ihm dann aufgefallen ist, dass er noch einen Stream ausmachen muss. Also war recht witzig, aber ich glaube, er hat sich da ordentlich was überlegt. Ich meine, Pado ist ein sehr guter Elf, Top-Trainingspartner. Von daher denke ich, sehe ich da heute kein Land. Ich bereite mich natürlich schon vor auf die Woche drauf, gegen den guten Daniel. Bei dem der Arbeitsaufwand hoffentlich ein bisschen abgenommen hat. Ansonsten, ja, ich wünsche euch einen schönen Abend und bis gleich. Ciao, ciao. So, Kevin hofft also, dass Leon ein bisschen nervös ist. Weiß ich nicht, ob das alles so ernst war. Ein Footman würde ihm reichen. Das ist doch alles gelogen und Understatement. Freunde, wir haben die Maps, die Picks und die Bans. Auf Kevins Seite Veto von Tidehunters und Northern Isles, bei Leon Concealed und Shallowgrave raus. Springtime ist der Pick von Kevin. Das haben wir schon ein paar Mal öfter gesehen. Last Refuge für Leon und als Decider Autumn Leaves. Ja, ziemlich Standard-Maps. Also, Tidehunters ist ja relativ angenehm für Humans, gerade auch gegen Nachtelfen. Man kann relativ schnell expandieren. Auch gerade in die Natural Expansion ist ja relativ einfach zu nehmen, gerade mit den Milizen und den Footmans. Also, da wird es dann doch für Nachtelfen immer wieder schwierig sein, die Exit zu denyen oder relativ effektiv zu delayen. Ja, mich wundert es ein bisschen, also das ist auch so ein typisches Elf-Ding, also dass er hier Northern Isle wehtut, kann ich auch nachvollziehen. Aber die beiden haben auch schon in der Vergangenheit das ein oder andere Mal, meine ich, auf NE gespielt und Kevin hat da eigentlich einen ziemlich positiven Win-Record gegen Leon. Ich glaube, der steht da 2-0, aber wie gesagt, oft sind es dann auch Comfort-Picks und wie du auch selber vorhin schon mal gesagt hast, es ist immer so ein bisschen tagesformabhängig. Von daher sehen wir zumindest für mich keine wirklichen großen Überraschungen. Und bin auf jeden Fall mal auch mit der ersten Map dann jetzt gleich gespannt. Jo, Kevin darf anfangen, also wird es Springtime sein bei den beiden. Wir schauen nochmal kurz, die Tabellensituation könnte klarer nicht sein. Kevin für die Rocket Beans Rang 1, geteilter Platz 1 mit 2 Matches und 2 2-0 Siegen. Einmal gegen Changer, einmal gegen Tebejack. Das sind natürlich auch zwei Aufsteiger, die vielleicht noch nicht das ganze Potenzial von Kevin ausgereizt haben. Bei Leon sind die Stats genau gleich, auch er unbesiegt nach Siegen gegen Tedstar und gegen Changer. Also relativ ähnliche Kontrahenten, die der Mann von den Playing Ducks da hatte. Das wird für beide der erste richtige Test der Meisterschaft. Ja, vor allem, dass jetzt auch einer von den beiden mit einer ersten Niederlage in die Saison geht. Beide bisher, wie gesagt, mit 4-0 Maps. Beide haben 2 Spiele gewonnen. Man würde schon sagen, es waren beides Pflichtsiege. Also auch das Human Mirror zwischen Leon und Changer, da war ja Leon auf jeden Fall klarere Favorit. Und auch im ersten Spieltag gegen Tedstar war eigentlich auch der klare Favorit. Aber wie das mit der Meisterschaft natürlich so ist, du hast mittlerweile jetzt auch mit der neuen Season so ein Pool aus Spielern, wo man schon ungefähr sagen könnte, die würden wahrscheinlich am Ende die Relegation um die Rele spielen. Und der andere Teil wird sich wahrscheinlich so ein bisschen um die Playoffs streitig machen oder sind relativ safe dabei. Und ja, wie gesagt, für Leon war jetzt auf jeden Fall noch keiner so wirklich mit am Start, der ihm da so ein bisschen die Plätze streitig machen wird. Mit Kevin wird es jetzt auf jeden Fall ein bisschen schwieriger und bin auf jeden Fall mal gespannt. Also Kevin auch jetzt hier mit dem ersten Spiel, wo auch er jetzt zu prüfen hat, ob er für die Playoffs vorbereitet ist. Schauen wir mal, was unser einziger Nachtelf der Liga so machen kann. Wir bringen ein Segment zurück, was wir letzte Season schon hatten. Und das braucht
Publikumsinteraktion, meine lieben Freunde. Es gibt nämlich von unseren lieben Freunden der Techniker das Hype-Meter zurück. Jawohl, ihr kennt es, ihr liebt es, ihr könnt gewinnen. Und zwar alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach ein Herz in den Chat spammen. Wenn ihr gehypt seid auf dieses Match, dann jetzt rein da. Einfach ein Herz spammen. Und wenn das Ding gefüllt wird, dann könnt ihr gewinnen. Und zwar Gutscheine im ESL-Shop. Da gibt es schöne Klamotten, T-Shirts, Hoodies, die sind sehr flauschig. Ich bin immer ein bisschen neidisch, wenn unsere Freunde da was kriegen und wir da mal wieder nicht. Und wenn ihr das ganze Ding voll kriegt da an der Seite, dann gibt es sogar einen 50-Euro-Gutschein. Leute, das könnt ihr euch nicht entgehen lassen bei diesem Match. Wir geben euch ein bisschen Zeit, natürlich. Wir sind alle ein bisschen alt im Vergleich zu noch vor 10 Jahren. Da muss man mal von der Couch aufstehen. Aber ihr kriegt das schon hin. Ich vertraue auf, weil das Match, das verdient viel Hype. Und das Match verdient auch das Statement von Leon Hoge, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann geht's rein in die Maps und es gibt endlich Action. Ich darf gegen Kevin ran. Wie schön ist das denn bitte? Er ist wohl, so kann ich das sagen, der beste Nachtelf in der ESL-Meisterschaft. Bei Kevin muss man aufpassen, da weiß man wirklich selten, was kommen könnte. Er ist jemand, der sehr gut strategisch aufgestellt ist. Er weiß um viele Strategien Bescheid. Ist jemand, der sich sehr schlau macht, sich die guten, besten Nachtelfen anschaut und die Dinge gerne kopiert und sein eigenes draus macht. Ich weiß, wen ich hier treffe. Ich weiß auch, wie stark Kevin ist. Er hat schon gesagt, 2-1 wird es wohl für ihn sein. Ja, ich meine, was soll ich sagen? Ich weiß noch nicht so hundertprozentig, was man gegen Nachtelf machen muss. Ich weiß auch wirklich nicht, was mich erwarten wird. Ich habe nur gemerkt, es hilft mir so ein bisschen, sich einzufühlen, ja, in den Demon Hunter. Also ich merke jetzt auch schon hier so um mich herum, ist schon alles schon nicht mehr ganz heile. Das ist wirklich ein schönes Gefühl und das geht auch relativ schnell. Und ja, also ich weiß nicht, das wird wohl drauf ankommen, ob Kevin seine W-Taste ölen wird. Ich glaube, er hat ja immer gesagt, die E-Taste wird geölt. Dementsprechend gehe ich mal von aus, dass er QWE hat. Also wird es diesmal die W-Taste sein. Wird die Frage sein, was für Öle er benutzt, wie sehr das Ding rutschen wird. Vielleicht habe ich ja Glück und der Finger kommt nicht immer pünktlich auf das W. Ja, darauf kann ich hoffen. An sich, ja, Kevin ist ein cooler Kerl. Ich mag ihn sehr. Wir haben uns auch in Köln getroffen. Also ja, es wird ein spannendes Spiel. Ich glaube, er ist gut vorbereitet. Ich habe schon vieles gehört, wie er sich so vorbereitet hat. Man hört ja so die Vögel zwitschern. Ich wünsche ihm da ganz viel Spaß heute mit mir. Ich bin auf jeden Fall bereit. Ich bin heiß. Ihr kennt mich. Bin vorbereitet. Bin ihr denn nicht doof? Ja, ihr seht ja auch schon hier meine mentale Vorbereitung jeden Morgen, jetzt seit gut eineinhalb Wochen. Einfach so ein bisschen, um ein Gefühl zu entwickeln für diesen Helden. Ne? Ist schon gut. Kann ich jedem empfehlen. Ich wünsche euch jetzt viel, viel Spaß mit dem Match. Das wird viel Spaß sein, auch auf meiner Seite. Und Kevin, finde viele Ringe, möglichst viele Scroll of Beasts. Ich meine, an sich, so schlecht ist das Item nicht, aber besser als wenn du dreimal oder viermal Big Heal Pots findest. So, ich wünsche euch jetzt viel Spaß, macht's gut und tschüss. Ich muss jetzt nur noch den Ausknopf finden. Leute, ihr zerberstet das Hype-Meter, das gefällt mir sehr gut. Bei Kevin gibt's nochmal einen Schluck aus der Buddel und Leon macht sich nochmal die letzten Gedanken. Wann? Ich will abschließend von dir jetzt ein Ergebnis hören. Wer gewinnt und wie hoch? Leon 2-1. Okay, ich wollte auch Leon 2-1 sagen, aber das geht natürlich nicht. Dann bleibe ich bei Kevin, weil Community und Herz ist größer als euer Kommerz. Als euer Kommerz. So ist es nämlich. An dieser Stelle nochmal einen lieben herzlichen Dank an die ESL für diese Gutscheine und an die Techniker für dieses gesponserte Segment. Nette Überleitung. Ich weiß, die werden sich freuen, aber die gucken hier an die rechte Seite auf das Hype-Meter und dann sind die Techniker-Kollegen auch zufrieden. Wir sind in der Lobby. Alles ist bereit, Springtime ist gehostet. Kevin und Leon, wir warten nur aufs Go von Leon. Ich frag mich, was der da noch macht. Hört sich vielleicht sein eigenes Statement nochmal an. Ja, oder geht nochmal ein paar Taktiken durch mit dem ein oder anderen Spieler. Also wir haben ja jetzt im Statement von Kevin ja gehört, dass er
scheinbar mit Pato trainiert hat. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht mit Starbuck, aber gut, ich war zumindest mit dem Playing Ducks Camp dann nicht so weit weg. Sind ja beide bei PD. Ja, also wie gesagt, Pato auch mittlerweile, muss man auch mal erwähnen, scheint ziemlich gut sich zu bessern. Mittlerweile auch in den ein oder anderen Cups immer ziemlich weit vertreten und wird da auf jeden Fall einen sehr soliden Trainingspartner gehabt haben. Ist natürlich die Frage, wie sich das jetzt in der Theorie und in der Praxis zeigt, vor allem jetzt in der ESL-Meisterschaft. So ist es. Und ich kann jetzt verraten, wo wir in der Lobby sind, dass Leon auch ziemlich intensiv mit Lawlight gespielt hat und trainiert hat. Und das sind schon nicht die allerschlechtesten Trainingspartner, die man da haben kann. Mal gucken, was es ihm gebracht hat. Unsere erste Map ist Springtime und los geht's! Ich bin ganz schön gehypt, muss ich sagen. Das hat schon so. Das hat schon Playoff-Flair gerade. Ja, das ist auch eigentlich schon so unser Hauptspiel, würde ich behaupten. Deswegen auch, dass das direkt so zuerst ist, finde ich schon ziemlich nice. Direkt als Einsteiger-Game, direkt auch Prime-Game. Geballte Kompetenz hoffentlich von beiden. Und ja, freut mich auf jeden Fall, dass wir direkt so ein schönes Spiel haben. Wir haben ja bisher nicht wirklich so viele Spiele sehen können, wo gerade die Playoffs-Kandidaten so gegeneinander spielen, vielleicht noch mit Skars und Francis. Aber sonst gab es da bisher noch gar nicht so viele. Aber jetzt haben wir hier zumindest das zweite Spiel. Und ja, wie gesagt, wir sind auf Springtime, erste Map, Build Order bzw. Building Placement. Alles eigentlich soweit relativ Standard. Kevin mit dem Demon Hunter und ja, bei Leon sehen wir einen ganz normalen Arc-Mage. Findest du dieses Building Placement von Kevin Standard? Weil ich nicht. Was macht denn dieser Altar da so dicht an der Goldmine und also seltsam. Auch der Engine of War kann man natürlich da so hinbasteln. Normalerweise, erster Creepspot wäre glaube ich der grüne, direkt vor der Base. Das sind schon so zwei kleine Änderungen, die zeigen, Kevin hat hier was vorbereitet für Leon. Ja, vielleicht will er auch ein bisschen riskant spielen. Ich finde es auch relativ gut, dass er hier auf dem Kopf was ausprobiert. Gerade das Mercenary Camp ist natürlich immer gerade für einen Nachtelf ziemlich angenehm, das Ganze so zu creepen. Wundert mich jetzt gerade ein bisschen, dass er dann dennoch mit dem Archer runterläuft und erstmal den Greenspot macht. Wir sehen jetzt auch mit dem Demon Hunter wird sofort Immolation geskillt, damit er hier relativ schnell creept. Findet ihr auch den Ring, gibt schön plus 1 auf alle Stats und in der Zwischenzeit zieht Leon hier oben mit den 5 Milizen und einem Footman nach oben. Der andere ist immer noch in der Base, mehr oder weniger, beziehungsweise bei der Army hier von Kevin, scoutet das Ganze. Also Leon hat ja schon relativ gute Map Vision, weiß, was sein Gegner hier gerade tut, kann also dementsprechend ja, relativ angenehm creepen, ohne irgendwie Angst vom Demon Hunter zu haben. Und auch gerade mit dem Patch, ich glaube, viele Nachtelfen haben mittlerweile, beziehungsweise sind da eher der Fan von, schnell Level 3 zu creepen für Level 2 Emulation, um dann gerade auch das Timing so ein bisschen anzupassen, damit man mit Level 2 direkt rüberrennen kann, also mit dem Level 2 Emulation direkt rüberrennen kann, um so viel Schaden wie es geht eigentlich auch nur anzurichten. Okay, bin gespannt, ob du da recht behältst. Bisher sieht die Creep-Route relativ gut aus, das ist auf jeden Fall Level 2 und ein bisschen, aber dieses Creeping, das ist ein bisschen problematisch gerade. Der High Priest, der heilt sich hier schon mal so, dass es ein bisschen länger dauert als gedacht. Aber okay, jetzt auf jeden Fall Kevin gleich in Schlagdistanz zur Echse, was natürlich immer so das Rückgrat eines jeden Jugendspiels ist. Ja, definitiv. Ist ein bisschen problematisch, dass er den Creepspot hier relativ verzögert abschließen konnte, würde ich sagen. Also man will jetzt natürlich nicht, wenn man vorhat, Level 3 zu creepen oder Schrägstrich zu Harrison, dass man dann hier schon relativ viel Zeit beim Creepen verliert, weil das heißt auch im Umkehrschluss, dass der Human natürlich auch Zeit für seine eigene Expansion gewinnt. Gerade jetzt ist die Human-Echse relativ anfällig, was Schaden angeht. Also ihr könnt natürlich hinten herein, und klaut hier den Creep sogar noch schön mit dem Last Hit. Hat hier sich auch mittlerweile mit zwei Claws eingedeckt. Also der AM hier mit plus 10 kann also, gerade was so die Hit-Range der Hitpoints angeht, relativ gut immer so ein bisschen committen, um hier was zu klauen. Der Demon Hunter muss natürlich jetzt auch so ein bisschen aufpassen. Kriegt jetzt hier nochmal einen Footman, könnte jetzt hier aber geblockt werden. Der Creep haut jetzt mal noch auf den Footman, aber der Demon Hunter müsste fast hier raus tippen. Hat jetzt sogar noch einen Talisman of Evasion. Ich weiß, ich kann es ja da leider nicht sehen, ob er Mana Burn geskillt hat oder Evasion. Würde wahrscheinlich eher Sinn machen, mit dem Item auf Mana Burn zu gehen, aber ist natürlich auch ziemlich
teuer, was Mana angeht. Jo, also er hat Evasion geskillt, wird dann das Item wohl gleich verkaufen, aber das war dieses eine Evasion, was ihn gerettet hat. Und dieses Early Game, gerade dieser Creep, also dieser Steal von Leon, exorbitant wichtig, jetzt schon das Play of the Game. Wir haben allerdings Kevin in der Base von Leon einfach reingestafft mit dem Wisp und da baut er einen Moonwall hin. Und wenn er fertig wird, dann gibt's ein bisschen extra Mana für extra Emulation. Was ist das denn für ein Play? Das ist richtig frech. So, das haben wir ja ein bisschen auch gegen Changer gesehen, vielleicht ein bisschen später, aber ja, scheint ja auf jeden Fall ordentlich Schaden zu machen. Das Problem natürlich jetzt für Leon ist auch, die Echse steht zwar, aber er kriegt jetzt halt eben aus der Mainbase kein Goldeinkommen. Dementsprechend sitzt er jetzt hier effektiv wieder nur auf einer Base. In der Zwischenzeit jetzt auch die Army gesplittet hier von Kevin. Scheint hier noch kein Defend ready zu haben und das ganze Piercing Damage ist mittlerweile viel zu viel für die Footmans und auch der Demon Hunter macht hier immer noch Stress in der Mainbase. Alles geht ja mittlerweile runter und man darf nicht vergessen, Emulation ist halt nur Level 1. Der Demon Hunter ist jetzt fast Level 3 und hat auch eine richtig schöne Choke Point da unten gefunden, so dass die Melee-Units da wirklich relativ eng beieinander stehen. Die kriegen alle Schaden und auch nicht alle kommen da wirklich dran. Und wie wir auch sehen, alle mittlerweile richtig stark angeschlagen. Konnte ja nochmal die Moonwell ziehen, um sich ja nochmal ein bisschen zu regenerieren vor dem TP. Und also was Schaden angeht, ich glaube, ja, war auf jeden Fall ein sehr schönes Play hier von Kevin. Jo, ich finde beide Spieler hier sehr hochwertig, allerdings auch mit kleinen Schnitzern. Zuerst Leon mit dem Last Hit da am Shop, dann Kevin mit diesem riesen Multitask-Play. Leon mit sehr schönem Micro auf die Passants alles rausgezogen, die Scroll of Regen heilt jetzt alles hoch und das muss auch so sein. Problem jetzt so ein bisschen, dass Leon nicht weiter creepen kann. Oh, der Demon Hunter kommt wieder rein, er war nicht schnell genug, der Archmage war zu faul auf seine alten Tage. Jo, und jetzt wird einfach weiter gebrutzelt. Ja, die Frage ist natürlich jetzt, wie viel Value kriegt er da raus, denn die Base ist meines Erachtens zugebaut, er muss ja auch rein tippen. Das heißt, der Demon Hunter ist da eigentlich dem sicheren Tode gewidmet, es sei denn, er hat einen Second-Helden mit Stuff, das hat man auch, wie gesagt, schon in dem Spiel gegen Changer gesehen, aber der Tinker, den wir hier übrigens auch Second haben, cancelt jetzt hier gerade nochmal mit den paar Mercs, die den im Bau befindlichen Tower. Der Demon Hunter ist jetzt ja aber mittlerweile surrounded, der wird also sicher sterben. Für Kevin vielleicht jetzt aktuell nicht so äußerst problematisch, der konnte ja schon einiges an Schaden anrichten, gerade in der Mainbase. Leon kann ja auch nicht die ganze Zeit minen, auch wenn es noch von der Echse weiter ausgeht. Aber irgendwann wird jetzt auch gleich der Zeitpunkt halt auch für Kevin kommen, wo er gleich sich wieder wahrscheinlich zurückziehen muss. Pocket Factory steht. Die Clockwork Goblins sind natürlich extremst ekelhaft, vor allem, weil die immer weiter auf die Minions bzw. auf die Peasants hauen können. Und gerade wenn die dann explodieren, gibt es natürlich ordentlich Schaden. Jo, die große Industrialisierung hier von Kevin Schwem. Nix mit Nachtelfen und Natur verbunden. Da wird eine Fabrik nach der anderen gebaut. Und Leon, der kriegt kaum eine vernünftige Peasant-Line hin. Also zweimal Harass in der Main. Jetzt auch der Harass hier. Und das geht auch mittlerweile ein bisschen aufs Holz. Wir haben den Tag bei 7 Minuten. Und das ist schon sehr, sehr spät. Auf der anderen Seite hat Kevin aber auch seine Hunter's Hall vergessen, ob des ganzen Multitaskings. Und dementsprechend kann er seinen Timing-Vorteil jetzt gar nicht wirklich ausspielen, weil die Lores fehlen. Ja, das sind natürlich so Dinge, das könnte dir später das Genick brechen. Ja, er macht natürlich unheimlich viel Economy-Schaden. Also die Base ist zwischenzeitlich immer wieder mal so ein bisschen gecuttet gewesen, was das Einkommen angeht. Aber das Problem ist halt, er konnte natürlich jetzt auch die Echse oder auch die Main nicht wirklich komplett entfernen mit den Plays, sodass gerade auch die Echse und die Main jetzt beide hier wieder am Main sind. Ja, und Kevin muss jetzt sich zurückziehen, hat wie gesagt den Level 3 Demon Hunter verloren. In der Situation sah es eigentlich noch gar nicht so schlimm aus. Der konnte ja immer noch weiter Druck an der Echse aufbauen. Aber wenn dann diese Makrofehler kommen, beziehungsweise dass man sich halt doch zu sehr auf die Einheiten fokussiert und weniger dann noch zeitgleich auf die Base geht, das ist natürlich ein Problem. So wird er jetzt nach hinten geworfen, die Lores stehen nicht, immer noch keine Dryads ready, die vielleicht sogar schon eigentlich jetzt mit im Spiel geschehen wären. Und ja, jetzt muss er sich jetzt hier ohne Dryads mit einem Creepjack begeben. Und das Late Game gehört fast schon dem Human, würde ich sagen. Wenn der mal auf Tier 2 ist und dann zu 70 Supply hochkommt, dann wird das problematisch, egal ob da Emulation am Start ist oder nicht. Wir sehen es immer noch, jetzt auf Level 2, du hast es angesprochen, sehr, sehr effektiv. Das Ganze gegen natürlich eine Menge an Footmen. Und das ist der größte Vorteil, den er jetzt hat, weil ansonsten hat Kevin so gut wie nichts. 25 Supply, einen angeschlagenen Tinker ohne Mana und kein Tier 3. Ja, das Problem ist, er hat den Shop natürlich auch außerhalb der Base gebaut, das heißt, Zugriff hat er da auch nicht. Also wenn er jetzt hier eine Healing Potion kaufen möchte, kommt er da nicht dran.
Die Priests werden mittlerweile auch alle mehr oder weniger von den Water Elementals recht schnell rausgesniped durch das Piercing Damage. Muss jetzt hier auch nochmal auf den Troll Berserker aufpassen, den sollte der jetzt nicht so leicht abgeben. In der Zwischenzeit Archmage fokussiert hier immer noch weiter schön, den Tinker zoned den hier immer noch ein bisschen vom Demon Hunter und dementsprechend aus der gesamten Main Army raus. Aber ja, es ist natürlich schwierig, ohne Dryads hier den Human kiten zu müssen. Es ist mittlerweile Tag, alle Moonwells sind angebrochen, kein Saft mehr im Petto, sodass er sich immer wieder noch ein bisschen zurückziehen kann, um davon was zu ziehen. Tinker wird jetzt wahrscheinlich Level 2 durch die Footman, sei denn, er wird nochmal schön denied, gerade nochmal angesprochen. Könnte jetzt hier Level 2 werden, aber Leon sehr schön gemacht, hat dann nochmal kurz ein Auge für den Footman gehabt. Und ja, an der Exo sehen wir jetzt eine Kane Sanctum und auch in der Main Base sehen wir eine zweite Barracks, da bin ich mal gespannt. Könnte sogar ein Rifle Push geben auf Tier 2. Ja, das ist auf jeden Fall viel Firepower, weil das Einzige, was Kevin hat, sind Dryaden. Und wenn du da eine Handvoll oder zwei Hände voll Rifles reinschmeißt, dann sieht es für die Dryaden mal gar nicht so gut aus. Ich sehe auch hier das Game ziemlich auf Leons Seite mittlerweile. Da war natürlich viel Economy Damage, aber der ist auch schon wieder ausgeglichen durch die zweite Base. Apropos zweite Base, die sehen wir auch von Kevin. Der Tree ist ab. Tinker kann jetzt endlich sein Level 2 holen. Und jetzt will der Demon Hunter so ein bisschen harassen. Er weiß aber, was mit den Rifles so Sache ist. Und das erste Mal nach 10 Minuten beruhigt sich das Ganze ein bisschen. Ja, Leon kann jetzt natürlich so ein bisschen aufatmen. Hat die Echse mehr oder weniger jetzt dann doch relativ safe gehalten. Hat natürlich einige Verluste hinnehmen müssen. Aber hat das Ganze dann am Ende doch relativ, ich würde schon fast sagen, sauber runtergespielt. Kevin hat natürlich, beziehungsweise ist da einiges an Risiko eingegangen. Der wusste natürlich auch, dass wenn er den Demon Hunter hinten in die Base stefft, dass er den höchstwahrscheinlich verlieren wird. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass der Tinker dann irgendwann aus der Echse verschwindet, um den Demon Hunter da raus zu steffen. Jetzt wird der Demon Hunter hier Level 3 gerade angegangen. Der Bolt müsste auch schon fast ready sein, aber nicht zeitnah, sodass er nochmal den Stuff unterbrechen kann. So kommt der Demon Hunter gerade nochmal raus. Aber wie gesagt, es ist immer noch Tag. Moonwills sind immer noch leer. Wir haben keine Bären. Tier 3 Tech ist noch lange weg, bis er hier Master Bären hat. Also wenn jetzt hier ein relativ 60-70 Supply Push von Leon kommt mit ein paar Upgrades, dann glaube ich, wird es nicht wirklich haltbar sein. Verliert er sogar noch eine Dryade beim Creepen. Ja, das Game alles andere als clean von Kevin. Da kann man schon fast überlegen, ob man nicht. Ja, das Tomb of Retraining auf Rockets. Okay, das habe ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Ich dachte auf Mana Burn gegen den Mountain King. Aber Rockets gegen eine Menge Kram macht schon irgendwie Sinn. Aber die müssen ordentlich feuern jetzt. Ja, Leon versucht sich jetzt wahrscheinlich hier nochmal so den ein oder anderen Creep-Spot vor der Base von Kevin wegzuschnappen. Der Creep geht jetzt hier nochmal schön an Leon. Dementsprechend nochmal, oh, nochmal schöner Bull auf den DH. Da hat Kevin nicht wirklich aufgepasst. Sieht jetzt auch nochmal schöne Rockets, aber wäre natürlich direkt gegengehielt mit das Goal of Healing. Und das ist jetzt richtig bitter, dass er hier den Demon Hunter verliert. Den willst du hier nicht verlieren. Muss ihn jetzt hier dementsprechend mit dem Tavern Rebuy wiederholen. Und ja, dementsprechend auch Leon jetzt schon fast mit einem Level 3 MK am Start. Jo, das wurde auf jeden Fall gut gefeedet. Er frisst den nächsten Hammer, aber diesmal ist der Staff ready. Eieieiei, Kevin kriegt keinen Fuß auf den Boden so richtig. Leons Vorbereitung zahlt sich aus. Weniger Fehler führen am Ende scheinbar zum Erfolg, wenn es denn hier gleich das Ende ist. Ich bin immer großer Fan vom Tinker, aber normalerweise willst du die Rockets einfach spam, 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 weil du eigentlich auch extrem viel Mana hast. Das ist aber hier nicht der Fall, weil er fightet nur mit Dryaden und mit Hälfte vom Mana. Und wie kommt er da denn jetzt raus? Die Antwort, gar nicht. Healscroll versucht es nochmal, aber das war's. Der dritte Demon Hunter Kill von Leon. Und der ist einfach unstoppbar jetzt. Ja, ein bisschen bitter, dass der Stuff dann noch eine Sekunde Cooldown hatte, aber selbst wenn er den Demon Hunter da rausdeppt, sehe ich da keine Chance, dass hier den Demon Hunter trotzdem mit der Army irgendwie noch seine Base verteidigen kann. Kevin sieht es auch ein, callt das GG, Leon führt jetzt hier 1-0, relativ souverän runtergespielt. Das Early sah noch ziemlich schlecht aus, hat da wirklich super gestresst in beiden Bases, also sowohl an der Exe als auch an der Main Base mit dem Demon Hunter, Emulation, Moonwell sogar gebaut, richtig schön gemacht. Konnte er nochmal ein bisschen ziehen. Ich weiß nicht, ob er da ein bisschen zu greedy war mit der Echse. Ich finde, er hätte da wahrscheinlich mit dem Tinker irgendwie rüberlaufen müssen. Es war kein zweiter Held da, der da gerade mit dem MK, den Leon dann später dann dazu gebracht hat, den Tinker irgendwie davon abhält, in die Mainbase zu gehen, sodass der Demon Hunter sicher stirbt. Also ich glaube, es wäre wahrscheinlich das bessere Play gewesen, den Demon Hunter dann mit dem Second Hero einfach rauszusteffen. Ja, die Makro-Sachen waren natürlich auch so ein bisschen entscheidend, würde ich sagen. Also die Tatsache, dass er da die Handschuhe voll vergessen hat, die Buildings kamen ein bisschen spät. Das hat ihm, glaube ich, auch so ein bisschen das Game dann halt gekostet, gerade nach dem Harris.
Sehe ich ähnlich, wenn er da schnellere Bären hat, schnellere Mountain Giants hat, einfach den höheren, schnelleren Tech, dann sieht das Game schon wieder ganz anders aus, aber unverhältnismäßig viele Fehler bei Kevin. Manchmal ist das Game, also verzeiht dir das Game das und du kannst es irgendwie noch wieder rausholen, aber das waren dann doch ein bisschen zu viele und Leon einfach on point. A, der Stil, dann wie er diese Passants gemicrot hat, dann wie er die ganzen Footies gemicrot hat. Das war schon top-notch von Leon. Ja, also wie gesagt, sehr schön runtergespielt, ist da relativ cool geblieben. Das ist natürlich auch der Vorteil, wenn du halt so viele Games machst, vor allem wenn du dich auch darauf vorbereitest. Ja, ich weiß natürlich nicht, was er mit Pato da mehr oder weniger trainiert hat, ob er da natürlich ihm gesagt hat, hey, hör mal, Demon Hunter ist momentan gut im Rennen, vielleicht probieren wir da mal ein paar Games aus. Mir egal, ob ich da tilte oder nicht. Wichtig ist natürlich, dass man halt einfach dann diese Szenarien durchspielt in den Custom Games, um zu wissen, wie reagiere ich am besten. Man kann ja natürlich dann auch zusammen noch mal so ein bisschen über die Replays gucken. Ich nehme mal an, Leon hat's gemacht oder die beiden waren im Voice und haben einfach noch mal so ein bisschen über die Spiele gesprochen. Sah auf jeden Fall sehr routiniert aus, hat natürlich trotzdem das ein oder andere nicht optimal entschieden, aber es hat natürlich am Ende auch gereicht, gerade weil Kevin auch nicht achtsam war, was Makro angeht. War ein bisschen, ich würde mal sagen, ein bisschen nachlässig, dass er den Talisman nicht verkauft hat. Also er lief ja schon die ganze Zeit mit Evasion Level 1 rum und hat ja eigentlich noch bis zum Schluss, Ende des Games immer noch das Item drin gehabt. Also immer so kleine Fehler, die sich dann halt natürlich immer noch ein bisschen einschleichen. Jo, ein bisschen zu viele im Endeffekt. Wir wollen alle drei Games, aber das sind natürlich Big Points für Leon. Wenn er hier ein 2-0 gegen Kevin holt, dann ist er ganz weit vorne mit in der Tabelle. Und für Kevin, der hat jetzt einiges an Druck. Der weiß genau, es lief nicht so ideal, da muss ich einiges verbessern. Aber das hilft einem vielleicht auch ein bisschen mehr, als wenn man perfekt spielt und trotzdem verliert. Er kann sich noch verbessern, er kann das Ding noch holen. Allerdings die 3 Punkte, die sind weg. Aber kriegen wir ein drittes Game, ist die große Frage, welche wir beantworten auf Last Refuge. Hier sind wir. Wir haben Kevin von den Rocket Beans unten links in gelb und Leon von den Playing Ducks oben rechts in blau. An den First Heroes wird nichts geändert, aber vielleicht an den Timings und auch den Expansions. Ja, gerade Last Refuge ist da so eine Map, gerade für Nachtelfen, auch gegen Human, wo man auch gerne mal so einen Beastmaster sieht. Ist auf jeden Fall recht erfolgreich, auch in der Vergangenheit gewesen. Jetzt gerade mit dem Patch und auch hier wieder so ein bisschen Personal Preference, würde ich mal sagen, ist auch immer so entscheidend, welchen Helden man jetzt hier gerade so spielen will. Ich weiß nicht, wie Kevin in der Vergangenheit auf der Map abgeschnitten hat. Ich hatte so ein paar Games gesehen auf seinem Stream, da hat er Beastmaster tatsächlich gespielt gehabt, hat auch immer wieder relativ stark dominiert in den Early Games, aber hat es dann irgendwie in den Mid-Games bis zum Late-Game sogar dann irgendwie leider abgegeben, was ich dann auch sehr schade fand. Vielleicht fühlt er sich auch hier mit dem Demon Hunter einfach sicherer. Nimmt natürlich jetzt hier wieder einen relativ schwierigen Creep Camp, aber hat ja den AOB, dementsprechend kann er hier mehr oder weniger safe creepen, vor allem mit Immolation First. Auch quasi Déjà-vu wie aus dem ersten Game. Leon sieht das Ganze hier direkt mit einem Footman und weiß dementsprechend, was Kevin hier wieder macht. Der Golem geht, Gott sei Dank, nicht an Leon. Das wäre schon ziemlich beängstigend gewesen. Dann wäre der AM schon Level 2,5 gewesen. Das hatten wir ja letzte Woche schon versucht. Gesicht zu bekommen von dem einen oder anderen Spieler, wie er auf Last Refuge, oder was vorletzte Woche von Changer, glaube ich, da hat er auch versucht, auf Last Refuge den Golem zu klauen. Das hätte auch gute Pluspunkte für ihn gehabt. Jo, aber da diesmal nicht, zumindest noch nicht. Und diesmal war da auch kein High Priest, dementsprechend alles ein bisschen schneller bei Kevin. Und jetzt versucht er so ein bisschen Revanche zu leisten, aber der Archmage kriegt, glaube ich, das Ding, oder? Jo, die hat er bekommen, ja. Ja, die kriegt er alle. Aber jetzt wird wieder zum Grillen eingeladen, nur den Footman gefällt das nicht so. Ja, und vor allem jetzt haben wir hier einen kleinen Timing-Unterschied. Er hat kein Delay beim Creepen gehabt und jetzt ist er natürlich direkt mit am Start. Und das sehen wir jetzt auch, Demon Hunter schon fast Level 3. Die Creeps hauen ja auch noch weiter auf die Worker. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Der Demon Hunter tickt jetzt hier runter. Man kann auch vom Glück reden, dass er hier die Pala-Aura gefunden hat. Konnte hier auch dementsprechend den einen oder anderen Hit immer noch so ein bisschen tanken. Und wenn du halt Hits tanken kannst und gerade vor allem mehr mit der Pala-Aura, dann gewinnst du einfach Zeit. Und wenn du Zeit gewinnst, machst du natürlich auch automatisch mehr Schaden.
Und das hat man auch hier wieder schön zu Gesicht bekommen. Man muss auch sagen, Leon hat relativ gute Items. Hat hier zwei Glows of Faith und sogar noch ein relativ gutes Defensive-Item mit Cloak of Shadows, weil Kevin hat natürlich kein Dust am Start und viele werden auch nicht auf gut Glück einfach eins kaufen, weil man weiß, der Gegner könnte das finden, um zu gamblen, dass man hier 75 Gold investiert, was man dann am Ende nicht benötigt. Ach, aber Mann, ja. da bist du noch nicht in der neuen Zeit angekommen. Du kannst dich einfach mit dem Demon Hunter daneben stellen und Emulation anmachen, oder ist es egal, ob du im Schatten bist oder nicht. Das ist richtig. Vor allem jetzt, wenn er eh schon Level 3 ist, Jannis, aber mittlerweile, der gute Leon hat eigentlich gar keine Army mehr, verliert ja noch den vorletzten Footman. Oh, meine Echse, sehen wir noch die 5 Worker, die bauen das jetzt hier gerade auf, aber wer soll das verteidigen? Also die 5 Worker können da gerne mit ihrer Spitzhacke da draufhauen, aber wirklich Schaden wird da nicht kommen. Da wird zwar unten nochmal eine Archer entsnared, ist ein bisschen unglücklich für Kevin, glücklich für Leon. Versucht jetzt hier natürlich auch die Army so ein bisschen davon abzuhalten. Auch nochmal schönes Positioning hier oben von den Fiends, aber der Tower, der hier versucht so ein bisschen die Choke zuzumachen, wird natürlich nicht lange überleben. Aber man muss sagen, auch hier wieder, Leon zieht die Worker hier richtig schön zurück, also hätte hier auch potenziell nochmal 2 weitere verlieren können. Das, also war ein schöner Move, aber wer wegläuft, der ist kein guter Zimmermann, zumindest nicht während des Laufens. Und geschnetzelt wird halt trotzdem, ne? Der Kevin Level 3, ein Drittel. Archmage, obwohl es Last Refuge ist, noch nicht mal Level 3. Und das hat doch den Schaden gemacht, den wir hier sehen wollen von Kevin. Tier 2 Tech ist auch so bei 70-80% und hat er diesmal die Hunter's Hall. Nee, die hat er nicht. Also ich hoffe, dass er jetzt nichts mit Angel of Loss bauen möchte, denn das wird er dann spätestens ab Tier 2 dann merken, dass er die nicht bauen kann. Da ja, haben wir sie. Wird auf jeden Fall ziemlich interessant. Ah, kommt natürlich auch wieder spät. Also jetzt ist die Frage, war wieder sein Gameplan ganz normal auf Triaden Bären zu switchen, dann wird es auch hier wieder richtig ärgerlich sein, dass er hier die Handschuhe zu spät gebaut hat. Aber er findet Potion of Greater Mana und auch gerade jetzt so mit dem neuen Patch Emulation Level 2 gar nicht mehr so ein schlechtes Item für den Demon Hunter. Jo, es ist, also nachdem es 20 Jahre lang das absolute Müll-Item war, hat es endlich ein bisschen Value. Wir sehen aber nicht Emulation 2, sondern Evasion 2. Und naja, wird es vielleicht im eventuellen Second Hero ein bisschen mehr helfen. Ist es der Panda? Nee, mehr Tempo mit Naga. Ah. Ja, wird natürlich jetzt weiter Druck aufbauen. Gerade mit der Naga kann er hier immer noch für ein bisschen mehr Fokusfeuer sorgen. Der Frost Arrow sorgt ja dafür, dass das Bewegungs- bzw. das Movement Speed von den gegnerischen Einheiten reduziert wird. Und so kann er dann dementsprechend immer weiter chasen und an den Units oder sogar an den Helden dranbleiben. Ja, Emulation tickt jetzt hier, ist eigentlich nur noch eine Einheit davon entfernt, Emulation 2 skillen zu können. Kommt da noch gerade nicht so wirklich zu. Könnte eigentlich hier immer wieder ein paar Hits verteilen, aber macht er nicht. Jetzt versucht er sich ja oben mit dem Demon Hunter in den letzten Kielen zu ergaunern, aber den kriegt er auch nicht. Also auch nochmal hier schön gemicrofoned von Leon, aber in der Zwischenzeit jetzt hier die halbe Armee, die ganzen Milizen und die Footmans, die drängen sich hier so immer ein bisschen hinten in die Army rein von Kevin. Zieht aber auch hier nochmal schön zurück. Jetzt mittlerweile auch ein Engine of War mit am Start. Da kommt jetzt noch ein Shop, der auch wieder relativ aggressiv gebaut wird von Kevin. Aber zieht sich hier immer wieder ein bisschen zurück. Also auch Leon kann ja immer noch so ein bisschen Zeit gewinnen, was vielleicht sogar noch recht wichtig sein wird für den späteren Spielverlauf. Ja, ich glaube, der Fight an der linken Seite ging schon so ein bisschen an Leon, aber natürlich weiterhin Echo-Damage. Dem Archmage geht's auch nicht so gut. Tier 2-Tech auch wieder so an der 7-Minuten-Marke. Und der Demon Hunter ist halt Level 4. Oh, der Block sah ganz gut aus, aber diesmal haben wir keine 2 Claws, sondern nur 2 Gloves. Und dann sieht der Schadensoutput schon so ein bisschen anders aus. Jetzt kommen die Laws, auch wieder ein bisschen verzögert, aber diesmal, also egal wohin du guckst, es sieht alles besser aus für Kevin als in Game 1. Definitiv. Großer Unterschied war natürlich jetzt, dass er am Anfang direkt mit dabei war, als die Echse gecreept worden ist von Leon. Konnte hier einiges an Schaden machen. Leon hatte auch eigentlich fast gar keine Armee mehr gehabt. Footmans werden natürlich schnell reproduziert, aber nach einem Verlust, nichtsdestotrotz, willst du natürlich nicht alles verlieren. Wir sehen jetzt mittlerweile auch hier wieder, ich glaube, 7 Footmen sind auf der Seite von Leon. Der versucht hier natürlich irgendwie die Expansion zu halten. Ich hoffe, er hat Defense schon erforscht. Nope. Nee, kommt gerade noch. Also gerade so bei 60% fast gleich. Naga wird jetzt mittlerweile Level 2. Mana Pot scheint er auch schon genug zu haben auf dem Demon Hunter, wenn ich das richtig sehe. Ist ja auf jeden Fall nicht mal mit am Start. Und ja, also Leon immer weiter in der Bedrohung, muss sich hier weiter zurückziehen, aber weiter als da kann er auch nicht mehr gehen. Konstanter Merc. Einsatz. Das kennt man sonst nur von Clans wie Koao. Diesmal auf der Seite von den Rocket Beans untypischerweise. Und das tut schon ganz schön weh. Und Leon kriegt hier irgendwie, also
Der hat keine Zeit zum Atmen. Kevin wieder hyperaggressiv, genauso wie in Game 1, nur halt besser. Und so sieht die Strat dann aus, wenn sie funktioniert. Momentan hat Leon nichts, was er dagegen halten kann. Geht wieder auf Double Racks und Rifles, das wird schon vorbereitet. Und dann natürlich auch Sanctum auf dem Weg zu Tier 2. Wird er wieder auf den Mountain King gesetzt oder braucht er jetzt eine Konternaga oder irgendwas anderes, um da schneller gegen zu arbeiten? Also er weiß natürlich, dass er keinen Mana-Burn hat, dementsprechend kann er eigentlich MK gehen, um hier immer weiter den Demon Hunter so zu stunnen und relativ viel Schaden rauszukriegen. Jetzt muss er allerdings auch auf den Tower aufpassen, der könnte jetzt auch gleich down gehen, wird auch wahrscheinlich down gehen. Naga ist natürlich immer der Vorteil, ist ein Tavern Hero, die ist halt instant da, aber ich glaube mit einem Bolt würde er zumindest in der Situation besser fahren, weil er einfach sicheren Schaden immer wieder auf den Demon Hunter bekommt. Der ist jetzt hier umsurrounded, der Arkmage muss auch aufpassen, ist aber in Shop Range, kann sich jetzt nochmal eine Potion of Healing holen. Und ja, der Demon Hunter sollte trotzdem safe sein. Da ist immer noch ein Stuff auf der Naga, wird jetzt auch direkt in der Sekunde gezogen. Wir sehen jetzt den AOW hier schon. Ist der Excel auf von Leon. Wäre vielleicht ein bisschen angenehmer gewesen, wenn er den irgendwo platziert hätte, sodass er dann Fortified Armor bekommt. So wird er natürlich recht zügig fallen. Aber Kevin bleibt natürlich am Drücker. Will hier keine Zeit verlieren. Der weiß ganz genau, die Zeit rennt vor allem eher gegen ihn mit der Expansion. Bei Leon im Nacken und jetzt auch der MK mittlerweile am Start und mal schauen, was Leon hier noch so an Schaden machen kann. Jo, die Counter-Expansion, die läuft schon runter, von daher wird Leon gleich ein paar Sekunden kriegen, um sich ein bisschen zu erholen und vielleicht mal so eine 60-Supply, 70-Supply-Army aufzubauen. Die Archer und Mercs sind schon unten, von daher kann gecreept werden. Der eine Tree wurde sacrificed in Leons Expansion. Der andere Tree ist aber da und frecher Kevin Schwem klaut hier einfach den zweiten Shop. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr schön. Unten sehen wir die Expansion, die jetzt mit den Einheiten hier solo creept. Und zwischendurch wird nochmal eben einfach so ein Shop geklaut. Gibt natürlich gute Consumables. Gerade so ein Imbu-Pot kann man auch relativ gut nutzen. Es kommt ja nochmal Bolt auf den Naga. Den Imbu-Pot kann man natürlich auch immer schön nutzen, um hier einen Bolt zu dodgen. Wenn das Mana schon investiert worden ist. Jetzt muss der Demon Hunter aber aufpassen. Und wie gesagt, das ist kein Mana, aber Lessig Naga muss nämlich eben den Bolt dodgen mit der Invu. Wird jetzt aber surrounded, hat den Stuff aber nicht ready. Er muss jetzt natürlich aufpassen, er hat kein Mana Burn. Muss jetzt hier die Scroll of Healing ziehen, aber das Problem ist, wenn er jetzt den Stuff übergibt, kann der Demon Hunter geboltet werden und könnte dann im Gegenzug selber sterben. Jetzt geht er allerdings auf den MK, der hat hier aber Cloak of Shadows überlebt. Oh. In der letzten Sekunde mit 10 HP. Aber die Naga wird hier nochmal schön gesteppt hier. Jetzt kommt aber genau das, was ich meine. Der Bolt kommt auf den Demon Hunter. Kriegt jetzt Surround, aber an der Taverne nicht zu. Das war ja noch gefundenes Fressen. Jetzt kommt nochmal der schöne Footy-Block. Aber Miss auf den Demon Hunter. Also richtig unglücklich hier für Leon. Dem fehlen ja auch nur noch 5 Mana, aber kommt da nicht wirklich dran. Und so überleben hier beide Helden relativ knapp. Und so ist auch Kevin immer noch relativ gut im Spiel. Oh mein Gott, was war denn das für ein Exchange? Kevin da irgendwie durch den Hintereingang der Taverne, damit er da irgendwie noch seinen Demon Hunter kriegt oder gesaved kriegt. Wow, das Game hätte hier aus der Hand gleiten können, aber durch ein bisschen Luck, auch durch Evasion und natürlich Können und einer kleinen ausgelassenen Chance von Leon, überlebt diesmal der First Hero und der ist kurz vor Level 5. Das wird hier nicht unbedingt besser. Es ist vielleicht schon Zeit, wenn die Echse gleich steht, auf Tome of Retraining zu gehen, weil, also wir haben die Bolts gesehen in Spiel 1 und Spiel 2, da ist Mana Burn einfach essentiell gegen. Ja, vor allem zu dem Spielzeitpunkt, wie du selber schon sagst, MK willst du ja eigentlich nicht wirklich gegen Elfen spielen, also das wurde ja eigentlich in der Vergangenheit immer vermieden von den Humans. Einfach weil MK gerade gegen Demon Hunter nicht wirklich einen Impact hat, da kommt ein Mana Burn und dann war es das eigentlich schon. Deswegen wurde auch immer gerne Naga gespielt, weil der Frost Arrow einfach wenig Mana kostet und du immer wieder einen Frost Arrow dann durch auch Natural Regeneration dann immer wieder schnell zurückgewinnen kannst. Jetzt kommt allerdings das TP von Leon relativ offensiv da rein. Jetzt kommt direkt der Bolt auf den Demon Hunter, der wird hier auch direkt unten geblockt, wird direkt surrounded Frog rein und wird hier nochmal reingezogen, damit hier die Choke hier nochmal aufgemacht wird und der Demon Hunter ohne Stuff rauslaufen kann. Jetzt kommt aber der nächste Bolt geflogen, einen hätte er gleich nochmal ready. Jetzt kommt hier nochmal schöner Surround auf die Naga, hat aber noch eine Invo-Potion ready. Zieht hier gleich nochmal den letzten Fortnite auf den MK, der hat hier aber noch einen nochmal Healing Wars ready. Nächster Bolt und auch der letzte auf den Demon Hunter, aber auch hier wieder schön von Kevin nochmal den Demon Hunter in letzter Sekunde rausgestafft. Was ist denn das für ein Game und was ist das für ein Movement von der Naga? 20 Jahre altes Spiel, da ist nicht alles perfekt, aber wieder so ein knapper Escape. Kevin hier mit einem Houdini-Cosplay kommt aus jeder Situation irgendwie noch raus. Und jetzt mit zwei Basen, mit dem Tech auf Tier 3, mit den Bären, die kommen, mit endlich Reju und dann auch natürlich Orbs und so.
Da hat sich der alte Schluckspech Kevin Schwem einiges an Potions geholt, aber hat vergessen zu lesen. Kein TP. Und dann wird alles sehr, sehr brenzlig. Und brenzlig wird es jetzt auch für die Expo, weil auf einmal hat Leon 70 Supply. Wir wissen alle, dass Human bei 70 Supply am stärksten ist. Das ist richtig, aber mittlerweile sind auch die hellen Level gut im Saft bei Kevin. Also der hat jetzt hier gleich Level 4 Nager. Ist ein bisschen bitter, dass der Demon Hunter da mitcreept. Will es wahrscheinlich auch ein bisschen schneller fertig haben. Aber ich glaube, so eine Level 4 Nager wäre halt jetzt gerade auch in der Situation, wo die Echse angegangen wird, wesentlich hilfreicher gewesen. Jetzt steppt er mit dem Demon Hunter in die Echse rein, wird geboltet. Da muss man sich fragen, warum machst du das? Ja, das war also da hätte jetzt auch der Surround nochmal gezogen werden können, aber wird nicht wirklich angegangen hier von Leon. Der zieht jetzt hier nochmal, den Fokus war ja auf die Wisp, dementsprechend nur noch zwei in der Mine. Jetzt muss der Demon Hunter wieder aufpassen, der ist halt recht low. Erster Mountain Giant hier im Hintergrund, auch keine Upgrades bei Kevin. Wir sind ja mittlerweile 1-0 bei Leon, aber kein Town Portal. Keine Inbus, also sollte da Fokusfeuer auf die Helden kommen, wird es ziemlich schwierig für Leon. Ja, auch kein TP, aber der kloppt hier einfach auf die Echse drauf. Und der Heal Ward, das ist Leons, der bringt nichts für den Tree und die Echse geht down. Mountain Giant ist am Start, aber was macht das schon? Ohne große Upgrades, der hat noch nichts, der hat keinen Harden Skin, der hat keinen Resistance Skin. Und Kevin, ja, hat jetzt 14 Supply in Mountain Giants, aber ansonsten nichts. Mountain King allerdings ein Problem. Hier kommt der Reveal mit ein bisschen Taunt. Schön den Wand of the Wind nochmal eingesetzt. Und auf einmal ist er da mit dem nächsten Zap. Geht der Mountain King down. Hat hier, glaube ich, eh keinen Mana mehr. Vielleicht nicht so das Allerschlimmste der Welt, solange der Archmage noch da ist. Aber ich denke fast, die Rifles müssen es reißen. Ja, allerdings bei den Helden wird es natürlich jetzt schwierig. Gerade Emulation. Ich weiß nicht, ob er Level 3 Emulation. Nee, Level 2 hat tatsächlich welchen Level 3 geskillt. Jetzt geht's aber hier auf den AM. Der könnte eigentlich sterben, wenn er hier mit dem Frost Arrow auf den AM umswitcht und sogar noch die Mountain Giants noch mit nach vorne zieht. Hätte immer taunten können. Aber irgendwie nicht so wirklich achtsam der gute Herr Schwem gewesen. Unten laufen nochmal zwei Riflemen. Ein bisschen unglücklich. In die Elf-Army rein, könnten eigentlich recht schnell rausgenommen werden, aber Kevin sieht da eher den Fokus auf die Main-Army, die da gerade rechts am Shop sich befindet. Das ist aber mittlerweile slow auf dem Demon Hunter gecastet worden. Drei Mountain Giants sind ja mit am Start und die Naga muss jetzt hier so langsam wieder ein bisschen in der Range vom Demon Hunter bleiben, um den hier nochmal rauszuziehen, wird jetzt ja auch in einer Sekunde getan. Ja, wie du schon angesprochen hast, also die Rifles könnten es eigentlich ziehen, aber das Problem mit so einer Human Rifle Army ist halt, wenn deine Helden, und vor allem du hast halt einen MK als Second Hero jetzt für Slade, ist ein bisschen bitter, dass Kevin da nicht Mana Burns gilt, aber du willst auch nicht mit der Armee gegen relativ hohe gegnerische Nachtelfen kämpfen. Also gerade so gegen Level 5-4 wird es trotzdem schwierig, so mit 70 Supply da was rausholen. Also du musst natürlich richtig gutes Positioning haben und auch deine Einheiten immer schön sauber zurückziehen, Hit'n'Run spielen, das Slow wirken lassen. Vielleicht gucken, dass du die Dryads rausziehst, sodass du weniger Dispelt hast. Und dann, wie gesagt, mit dem Slow halt arbeiten, ein bisschen Hit'n'Run machen. Aber gegen die ganzen Mountain Giants und Fortlining und Immo wird es natürlich sehr schwer. Jo, das sehe ich auch so. Darum zieht Leon sich jetzt ein bisschen zurück und klickt den Tier 3 Tech. Und dann sieht das Matchup schon wieder ein bisschen anders aus. Die Anfangszeit wird ganz klar dominiert durch den Demon Hunter und Emulation. Dann kommt der Human irgendwie so mit dem Mountain King, kriegt so ein kleines, so einen zweiten Wind nochmal. Aber gut, das führen wir später aus, weil der Hero Focus ist wieder ziemlich insane. Demon Hunter 5 misses überall, aber der Mountain King kann sich auch nochmal zurückziehen. Haben wir Adept Upgrade auf den Sorceress? Nee, also Invisibility ist keine große Chance. Naga muss wieder alleine fighten und die Mountain Giants stehen da vorne einfach drin. Zap! Und da ist das Mana da und da ist der Mountain King weg. Zum zweiten Mal sieht er die Radieschen von unten. Level 3 Fork Lightning. Das ist natürlich einiges an Damage und Leon hat so fragil gespielt, ohne irgendwelche Scrolls oder Potions oder so oder Staffs, dass da kein Ausweg mehr war. Und jetzt haben wir Mountain Giants gleich in der Human Main Base. Was zur Hölle passiert hier? Kevin ist auf jeden Fall ordentlich am Drücker und versucht hier meinem Fluch so ein Ende zu bereiten. Also Leon immer kurz am Drücker gewesen, schien ja das Ganze hier 2-0 beenden zu können, aber mittlerweile scheint Kevin doch wieder am Drücker zu sein, hat ja immer wieder schön die Helden hochgelevelt, sodass gerade die Human Army mehr Schwierigkeiten bekommt, gegen den Level 5 Demon Hunter und jetzt halt auch mittlerweile gegen den Level 5 Naga fighten zu dürfen. Demon Hunter ist auch schon fast Level 6, darf man auch nicht vergessen. Hat auch ein paar immer noch starke Items mit dem Inventory, hat jetzt ja auch eine Anti-Magic Potion, kann also hier die Bolts dodgen. Und die Naga auch mittlerweile schon mit dem Orb of Venom am Start.
keine Upgrades allerdings auf den MGs, also die sind ja immer noch mit 0-0 unterwegs. Die Rifles mittlerweile schon bei 2-0, auch 75 Supply bei Leon, 59 nur bei Kevin, man muss wohl auch sagen. Kevin hat natürlich zwischendurch jetzt hier die Echse verloren, dadurch auch einen erheblichen Verlust durch das Einkommen, dass er die Echse nicht mehr hat, ist ja klar. Und Leon versucht natürlich jetzt hier irgendwie noch Zeit zu gewinnen, findet ja eine Rope oben am Mercenary Camp, eigentlich gar nicht so ein schlechtes Item. Nichtsdestotrotz wird die Armee von Kevin auch immer gefährlicher, desto länger die Echse jetzt hier steht. Kann Tier 3 Leon retten? Das ist die große Frage. Der Counter gegen Mountain Giants sind Knights, sind Fragshards mit Mortars. Knights sind da, wird aber sofort intercepted durch ein bisschen Slow, aber Knights sind, glaube ich, so schnell. Nicht mal der Orb of Venom kann da irgendwas reißen, aber hier wird gerissen und zwar abgerissen. Mit Stöckern in die Hand, drauf auf die Production Buildings. Und er findet jetzt noch Warzone Battledrums hier am Red Spot. Ist nur nochmal ein richtig schönes Item hier jetzt hier für die Rifles. Also gibt hier nochmal schön ein bisschen mehr DPS für die gesamte Army. Und Leon hat auch den richtigen Riecher. Also er weiß, dass er hier mit der Rifle Caster Army ins Late Game nicht mehr kommen kann. Vor allem gegen die Heldenlevel und gegen die MGs. Das Einzige, was ihm jetzt dann nur noch hilft, sind eigentlich Mortars, Knights. Vielleicht ja nochmal ein paar Upgrades auf den Castern. Aber jetzt sind beide Rex rausgezogen worden. Jetzt fehlt es hier an den Knights. Zwei hat er zwar noch an der Main, an seiner Army, aber da kann jetzt auch kein Nachkommen mehr kommen. Leon will es jetzt hier wissen, zieht das TP recht offensiv. Hinten wäre natürlich jetzt sehr fatal, hatte auch keine Möglichkeit, ja, doch da unten nochmal durchzukommen. Aber ich glaube, er will den Fight jetzt hier auch einfach nehmen. MK ist fast Level 4, auch der AM ist schon fast Level 5. Also mit dem Level hinkt er da gar nicht mehr so weit hinten. Aber wie gesagt, der Demon Hunter auch schon fast Level 6. Alter Schwede, dieses Game ist noch nicht durch. Wir kriegen Sorceress Master Upgrade. Da werden die Bären dann gleich zu Schafen, weil da ist keine einzige Dryade mehr. Die wurden einfach abgeknallt, sind ausgestorben jetzt. Und dann kann Polymorph ganz schön gut sein. Mountain King braucht auf jeden Fall Level. Man darf bei Kevin nicht vergessen, ja klar, Level 6 Demon Hunter ist sick, aber Mountain Giants in einem offenen Fight machen so gut wie gar nichts. Richtig schöner Dodged mit der Anti-Magic gegen den Stormbolt. Ist aber jetzt natürlich auch weg. Hier kommt ein Fight. Leon mit 84 Supply. Reicht das gegen den Demon Hunter, der fast Level 6 ist? Ja, das ist natürlich jetzt sehr schwer zu sagen. Ich muss auch sagen, die Choke Point gefällt mir eigentlich richtig gut hier für Kevin. Jetzt war hier ein bisschen zu greedy mit dem Fury Dragon. Ist da schon zu früh reingelaufen und hat auch direkt den Fury Dragon verloren. Kommt jetzt ein zweiter nochmal nach. Demon Hunter wurde nochmal gerade geboltet, aber steht hier relativ safe mittendrin. Jetzt auch die ersten beiden Bären mit an Start hier für Kevin, aber kein Roar bisher gezogen. Hat vielleicht auch ein bisschen Angst auch vor dem Dispel. Hat wahrscheinlich eh nicht so viel Auswirkung auf den Fight. Aber der Demon Hunter, der ist jetzt hier fast Level 6. Der braucht jetzt hier nur noch die beiden Units oder das Vorteil mit nach unten. Stimmt, das ist aber ein Spellbreaker und somit ist er jetzt Level 6. Ultimate wird gezogen und haut jetzt hier natürlich schön rein. Nochmal Fortnite hier mitten in die ganze Army von Leon rein, wo sich die ganzen Caster und die Rifles befinden. Mana Burn hier nochmal auf den MK. Ist aber nur mit minus 22 hier abgezogen worden. Also nicht wirklich irgendwas Wichtiges jetzt hier geburnt. Aber wir sehen hier nochmal ein Fortnite. Und er hat hier noch zwei weitere ready. Schiebt jetzt hier mittlerweile auf die beiden Mountain Giants. Die nimmt er hier natürlich dadurch richtig schön raus. Jetzt kommt ja nochmal Slow auf den Demon Hunter. Der muss jetzt aufpassen. Der hat auch den Dings nicht mehr ready. Der hat den Stuff nicht mehr ready. Muss jetzt hier selber mit dem Teleportation Stuff hier nochmal raus, sich rausziehen. Und ja, hat auch Glück, dass der MK da kein Mana mehr gehabt hat. Oh mein Gott, beide um die 60 Supply. Das Game ist noch nicht over. Leon pusht einfach weiter. Die größten Schafe der Welt, haben wir gerade gesehen. Polymorph gegen Mountain Giants. Ey, jetzt, also. Ja, sowas sieht man auch nicht alle Tage. Der Fight geht weiter. Ich glaube, Kevin hat das gar nicht so auf dem Schirm. Die Naga wird null gemicrot, wollte vielleicht in Range kommen für den Mountain King, um den zu killen. Die Dryads einfach drauf auf den kleinen Zwerg. Aber der Human Staff, der ist ready und der MK wird voll geheilt wiederkommen. Inner Fire, Rifles, Knights. Demon Hunter Ultimate, 2 Minuten auf dem Cooldown. Und Kevin, was hat der an Damage Output? Nichts, absolut gar nichts. Vielleicht ein bisschen Poison, aber nicht mal den Orb hat er, weil der auf der Naga war. Geht wild hin und her. Die Main Bases, die sind leer. Leons Echse natürlich um einiges früher, nur noch 100 drin. Und Kevin, der hat die Base nachgebaut. Der hat noch 6000. Wenn das Ding hier noch länger geht, 3 Minuten, 2 Minuten, dann hat Kevin einen riesen Echo-Vorteil und kann alles wieder bauen. Also ich sehe auch nicht, wie Leon die Fights hier noch gewinnen soll. Also MK ist immer noch Level 4, AM ist zwar schon fast Level 6, aber die Army ist einfach zu stark, dass Leon hier noch irgendwas Signifikantes hier rausholen kann. Wird es hier nochmal ein Water Elemental verlieren? Ah, zieht sich doch nochmal rechtzeitig hier zurück.
Was da vorhin passiert ist mit der Naga, das weiß ich nicht so genau. Jetzt muss der Demonatal aber auch gerade nochmal aufpassen. Der könnte hier in den Surround gelangen, aber mittlerweile haben beide Helden hier bei Kevin den Stuff of Preservation. So ist auch eigentlich der Demonhunter safe, sollte man meinen. Wird jetzt hier nochmal geslowt. Der versucht ihn hier nochmal rauszuziehen. Bull kommt jetzt hier auf den Demonhunter. So kann er den relativ schön safe rausdeffen. Passiert jetzt ja auch. Burnt hier nochmal schön das Mana hier gerade vom MK weg, bevor er sich rauszieht oder sich steffen lässt. Aber ja, wie gesagt, die Milizen, die sind gleich auch wieder ganz normale Pokéens und dementsprechend haben die auch keinen großen Einfluss mehr hier auf den Fight. Und hinten wird nochmal ein Fear Dragon rausgenommen. AM, wie gesagt, der nähert sich hier immer weiter Level 6. Das Problem ist natürlich so, zu diesem Spielzeitpunkt hast du immer den Nachteil, dass der Nachtelf mit seiner Mainbase halt einfach for free rumlaufen kann und einfach eine weitere wichtige Echse in Beschlag nehmen kann. Alle anderen Rassen müssen natürlich jetzt Ressourcen investieren, um noch irgendwie an Gold zu kommen. Und das fehlt dir natürlich dann in der Armee. Und gerade der Elf, der jetzt unten an der Echse, also dementsprechend Kevin, jetzt hier immer noch ein bisschen Einkommen hat mit 5000, ist natürlich jetzt hier auf der sicheren Seite, kann jetzt hier weiter Mountain Giants, Bären bauen, Dryaden bauen, während Kevin jetzt gucken muss, um Natural Expansion jetzt auch vorbei. Also da ist kein Einkommen mehr. Zieht jetzt hier nochmal die Pierns nach unten, versucht jetzt hier aus der Red Gold Mine, die unten noch nicht ganz vollendet gecreept worden ist, hier nochmal ein bisschen Gold sich zu ergaunern, aber wird auch jetzt hier von Kevin denied. Ja, wird ziemlich schwierig. Ich glaube, wir sind hier tatsächlich auf dem Weg, den Flug zu brechen und das erste 1-1 zumindest für meinen Spieltag hier zu sehen. Okay, schauen wir mal. Wir haben allerdings noch eine Expansion auf der linken Seite und der nächste Fight. High Ground für Kevin und Metamorphosis ebenfalls für Kevin. Und da kann er nicht durchbrechen. Nicht gegen diese riesen Mischance und nicht gegen das Ultimate. Aber das ist auch egal. Er muss eigentlich Kevin nur hier busy halten und sicher gehen, dass seine Echse durchkommt. Und dann hat Leon wieder alle Chancen, weil wie willst du den Highground oben links regeln? Ich weiß es nicht so ganz genau. Gerade wenn wir immer dichter an Mass Teleport kommen. Ja, ich glaube, beziehungsweise ich sehe ehrlich gesagt nicht, wie Leon das schaffen soll, die Expansion zu halten. Also natürlich ist es für ihn jetzt hat die äußerste Priorität, dass er die Expansion hier hält. Keine Frage, er braucht jetzt irgendwie ein Einkommen, denn die Echse von Kevin, die geht immer noch, ja, die wird jetzt noch ein paar Minuten gehen. Problem ist aber, Demonhunters Level 6 ist jetzt gerade aus dem Ultimate wieder rausgekommen, hat also noch hohen Cooldown. Ja, er wird jetzt hier versuchen, oben die Choke Points zu nehmen, sodass er uphill kämpfen wird. Verliert jetzt aber hier im Gegenzug nochmal zwei wichtige Caster, das ist halt natürlich auch sehr ärgerlich. Vor allem, weil es ein Stalk ist und er braucht halt den Slow, aber Kevin hat halt auch noch zwei Dryaden mit am Start. Aber beide Helden sind halt auch Full Mana, also da sind immer noch relativ viele Fort Lightnings. Und wenn Kevin eigentlich mal so langsam den Umschwung auf die Helden macht, sehe ich nicht, wie Leon das hier halten soll. Ja, okay, wird auf jeden Fall schwierig, den Knights geht's gar nicht mehr so gut, keine Zeit zu verpusten und zwei von denen fallen. Und dann ist die Naga auf jeden Fall Level 6 und dann kann man hier ein bisschen was abreißen oder eventuell für Safety auf Mana Shield gehen. Hier haben wir es. Gibt es ein Celebratory Tornado? Okay, ist gerade ein bisschen busy, will das Mana wahrscheinlich einfach nur fürs Fork Lightning, um das Ding hier endlich zuzumachen. Viel wurde geschwitzt, viel wurde gebankt, aber jetzt geht der Mountain King wieder unter seinen Berg und Kevin holt das Ding zum 1-1. Sehr schönes Spiel, also endlich mal ein langes Spiel und immer ein Hin und Her. Wir sehen auch, dass Leon 84 Supply als Largest Army hatte, Kevin mit 76. Aber das ist natürlich so ein bisschen der Nachteil, ne? So beide Helden leveln mit der Zeit. Ja, du hast einen Resource-Score von 24k, Kevin aber mittlerweile auch schon nur mit 2,3k hinten. Also es ist jetzt auch ehrlich gesagt nicht so viel. Aber wenn du natürlich die Map-Control hast, du holst dir die wichtigen Creeps, du creepst sowieso generell viel mehr von der Map. Du levelst nicht nur schneller, sondern man darf auch nicht vergessen, dass auch gerade wenn du auf 50 Supply bist, dass die Creeps natürlich auch Gold geben. Und sobald du den Großteil der Map creeps, wirst du auch einiges an Gold sparen können auf 50 Supply. Das hat auch Kevin relativ schön runtergespielt. In der Zwischenzeit immer wieder wichtige Spots genommen, die Echse zeitgleich gecreept, den Demon Hunter weiter gelevelt, auch geguckt, dass die Naga nicht vernachlässigt wird mit dem Levels. Und auch so wurde es halt einfach schwierig für Leon in den Endfights da noch eine Chance zu haben. Interessante Situation. Beide gewinnen den Map-Pick ihres Gegners. Und jetzt kommen wir zur Neutral Map Autumn Leaves, um das hier zu entscheiden. Wer bleibt ohne Niederlage in Series in der ESL-Meisterschaft? Es kann nur einen geben. Wir sind hier beim Highlander, wir sind hier bei der ESL-Meisterschaft und die wird unterstützt von der Technica. Und die erzählt euch mal, wie man nach so einem Match vielleicht wieder in die richtige Stimmung kommt. Einfach mal durchatmen, kurz resetten. Hier der Clip dazu.
Hey. So, haben wir uns alle wieder beruhigt? Sind wir ready für Map 3? Es sieht stark danach aus. Was geht einem jetzt durch den Kopf? Nach so einer Map, die fast 30 Minuten ging, ist man nervlich fertig oder will man ein bisschen einfach weitermachen? Ich glaube, Leon wird sich schon ein bisschen ärgern, aber ich glaube, er hat auch keinen Grund, jetzt demotiviert in die dritte Map zu gehen. Ist immer noch alles drin, er kann immer noch 2-1 gewinnen. Man muss auch sagen, selbst dass die zweite Map mit dem Creepjack an der Echse noch so lief, spricht ja eigentlich eher für Leon, würde ich sagen. Also von daher kann er auf jeden Fall ganz normal gelassen in die dritte Map gehen. Für Kevin hat sich jetzt auf jeden Fall nochmal schön zurückgekämpft, hat immer gute Ansätze, finde ich, und versucht natürlich aus denen auch mehr zu machen. Finde es ein bisschen schade, dass er mit dem Makro halt in beiden Games jetzt so ein bisschen hinterherhang. Also Handschussvoll nie so richtig zeitgemäß gebaut während des Tags. Somit immer mit den Lores hinten gewesen und die Dyrianern haben dementsprechend auch immer gefehlt. Ich hoffe, er kann es auf jeden Fall besser machen. Jetzt zumindest für die dritte Map ist ja jetzt auch einiges im Spiel, beziehungsweise auch auf dem Spiel. Und schauen wir mal. Die dritte Map auf jeden Fall jetzt hier mit Autumn Leaves. Okay, kann Kevin noch cleaner spielen? Es wird auf jeden Fall besser. Da war eine Verbesserung zu sehen von Map 1 zu Map 2. Ob es da jetzt noch eine Verbesserung gibt und ob Leon sich wieder nach dem Harass so stabilisieren kann, das sehen wir jetzt. Freunde, die Entscheidung auf AL. So, wir haben uns alle beruhigt, wir haben unsere Müllermilch geäxt und jetzt entscheiden wir das Ding. Ja, wir haben dritte Map. Die Frage wird natürlich jetzt sein, wer geht hier mit einem Sieg nach Hause und wer wird sich vielleicht über die zweite Map nochmal ärgern. Also natürlich hat Kevin gewonnen, aber die Frage wird natürlich, wie gesagt, am Ende sein, wer hier das Ganze natürlich holt. Kevin, wir sehen jetzt auch hier wieder mit dem Engine of War relativ offensiv unterwegs, wird jetzt hier wahrscheinlich nachher direkt recht früh versuchen, die Echse in Beschlag zu nehmen. Ja, schau mal. Bei Leon sehen wir. Schau mal in den Altar. Schau mal in den Altar. Oh, da sehen wir einen Keeper und das wundert mich ein bisschen. Würde ich gerne mal wissen, warum er hier auf der dritten Map, gerade auf der Map vor allem, Keeper bevorzugt. Ich meine, die ersten beiden Games liefen ja gar nicht so schlecht mit dem Demon Hunter, aber vielleicht gibt es da doch als Nachtelf das ein oder andere, was man hier mit einem Keeper besser creepen kann. Ich glaube auch gerade mit den Treants, was Creep-Spots angeht etc., sind natürlich auch nochmal ein bisschen angenehmer zu creepen als mit dem Demon Hunter selber. Die Creeps hauen natürlich ordentlich raus im Vergleich zu Last Refuge teilweise und auch auf anderen Maps zum Beispiel. Tidehunter ist auch relativ viele kleine Creeps, da kann man auch ganz bequem zum Beispiel in Demon Hunter spielen. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen ruhigeres Game. Das ist natürlich auch so ein bisschen Kevins Rise to Fame. Wir wissen alle um die Entangle-Taste und so. Mit dem Keeper ist er groß geworden. Der Keeper hat ihm zur Vizemeisterschaft geholfen. Vielleicht einfach ein Comfort-Pick. Ja, vielleicht will er auch ein bisschen Leon hier schwindelig spielen. Das ist natürlich auch die Frage. Leon vielleicht, der auch derjenige ist, der erwartet hat, dass jetzt auch hier wieder ein Demon Hunter auf der dritten Map zu sehen sein wird. Oh aber der baut eine Huntress Hall. Der baut Mass Huntress. Der towert den jetzt weg. Ja, der geht da. Also, ja. Kevin wird wohl spekulieren, dass hier eine Fast Exe kommt und dementsprechend dann mit Mass Hunts und mit einem Tower Push hier zu kommen. Aber das Problem ist, Leon hat hier relativ sneaky das Creep hier gecreept, den Spot gecreept und läuft jetzt hier runter.
geht gar nicht, die Echse creepen. Und die neigt hier den zweiten AOW. Und alleine schon den Move, dass er jetzt auch nicht die Echse aktuell macht, spielt eigentlich Leon umso mehr in die Karten. Mega! Ich glaube, Kevin wollte hier den ultimativen Curveball bringen. Schönes Detonate, um Level 2 zu kriegen. Und einfach das spielen, worauf Leon nicht ready ist und vielleicht wogegen er nicht trainiert hat. Aber Leon mit dem Sidestep, die perfekte Antwort auf Kevins Play. Ja, vor allem ist er jetzt auch gerade in der Mainbase gewesen. Also der sieht, dass da nicht alles standardgemäß runtergespielt wird. Standardgemäß eher nach dem Motto, du versuchst mich jetzt hier wieder schön über die dritte Map Cheesy zu besiegen. Der Wisp oben an der Main hat zumindest gesehen, dass Leon jetzt taggt. Also so weiß auch Kevin, der wird auf jeden Fall keine Echse hier spielen. Das Problem wird natürlich jetzt nichtsdestotrotz sein. Leon ist jetzt hier in der Mainbase mit relativ vielen Footmans. Wird jetzt hier natürlich für ordentlich an Schaden an den Archern sorgen. Kevin wird jetzt hier versuchen, nochmal den Footman rauszukriegen. Sollte er auch bekommen, tut er auch. Aber zeitgleich kommt jetzt hier relativ viel Schaden auch auf die Economy. Die Wisps müssen sich nämlich jetzt hier wieder zurückziehen. Und der ganze Spielplan geht halt nicht auf. Kevin wollte eigentlich hier Huntress spielen und dann die Echse höchstwahrscheinlich, wie du es vorhin auch schon angesprochen hast, halt towern, aber nada. Leon hängt hier in der Base, taggt und sagt, ich mach dir hier einen Strich durch die Rechnung und ich zeig dir mal, wie es ist, ausgekontert zu sein. Jo, und vor allen Dingen auch, wie es ist, auf Tier 1 gepressured zu werden, weil das haben wir die ersten beiden Spiele genau andersrum gesehen. Natürlich mit einem Demon Hunter rein auf die Human Expansion und jetzt steht hier der Archmage mit den Footmen. Hat viel Mana investiert, die Water Elementals alle gedispelt und jetzt werden wir gleich sehen, was da wichtiger war, die Experience und dass Leon hier den Heimweg antreten muss oder die ganzen Wisps, weil Kevin und Holz, das geht nochmal gar nicht gut zusammen. Ja, vor allem nach dem Harris, also da hat Leon natürlich schon ein Auge drauf geworfen, er hat natürlich gesehen, da war ein zweiter AOW im Bau, man könnte das natürlich immer so ein bisschen auslegen und sagen, den könnte er auch fürs Creeping verwenden. Aber wenn man halt sieht, dass der Gegner halt eben noch auf Tier 1 ist und vor allem Keeper baut, dann weiß man natürlich, alles klar, er geht davon aus, dass ich Exe, also werde ich halt lieber dann doch taggen. Und die Tatsache, dass er dann halt eben in der Base baut und auch hier die Wisp immer schön rausgezogen hat, ist auch ein großes Problem jetzt hier für Kevin später. Nichtsdestotrotz sehen wir eine Exe im Bau bei Kevin, den Engine of War relativ auch defensiv direkt da hinplatziert. Damit die Footmans da so ein bisschen Ärger bekommen, falls Kevin das versucht zu verteidigen. Die beiden tauschen sich hier nochmal so ein paar Hits aus. Keeper mittlerweile aber auch relativ stark angeschlagen. Und so wirklich Level 3 will der Keeper aktuell auch nicht werden. Nee, Naga jetzt von Leon. Und das hat Kevin, glaube ich, nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, dass der Tag schon fertig ist. Muss hier raus TP'en. Und das heißt natürlich, dass wenn Leon jetzt wüsste, dass dann eine Echse ist von Kevin, könnte er die fast easy creepen. Aber er sieht's nicht und damit Kevin nochmal mit einer kleinen Chance. Eieiei, das Ding ist wieder wild hier. Diesmal nach 6 Minuten schon. Town Portal verloren. Keeper ohne Level 3 ist fast nichts wert, würde ich sagen. Muss jetzt auf jeden Fall sich irgendwo das Upgrade holen. Und dann eher mit Treants als mit Entangle arbeiten? Ja, gerade zu dem Zeitpunkt, wie du es schon sagst, immer noch Level 2 Keeper ist natürlich sehr ärgerlich. Fällt natürlich auch so ein bisschen ab, dadurch, dass natürlich auch mit dem Dispel die Treants relativ nutzlos sein werden auf Tier 2. Also da kann er nur noch versuchen, mit dem Entangle für ein paar Sekunden was zu reißen, aber auch das kann natürlich gedispelt werden. Wichtig ist jetzt, dass nachdem der Keeper Level 3 geboren ist, dass der Second Hero hier von Kevin so schnell wie möglich, oder so schnellstmögliche Level 3 wird. Weil gerade wenn es ums Fight geht, willst du als Elf gerade nach so einem Early irgendwas haben, um jetzt auch vor allem deine Echse verteidigen zu können. Nimmt sich hier in der Mitte einen relativ wichtigen Spot raus, findet hier Anger of Reincarnation. Vielleicht nicht so das schlechteste Item, gerade wenn nachher gepusht werden sollte. Davon können wir auch ausgehen von Leon. Aber der weiß um die Echse gar nicht Bescheid. Ist auch mit den Heldenlevel so ein bisschen hinten, würde ich behaupten. Würde ich nicht behaupten, ist auch so. Und wir sehen, ja, Scorpio Generation wird gezogen. Geht jetzt Richtung Echse. Ist jetzt nur die Frage, ob er auch dahin laufen wird oder ob er einen kleinen Schwenker nach oben oder wieder nach unten macht. Aber ja. Macht er nicht und somit weiß er immer noch nicht von der Echse Bescheid und der Panda schon mittlerweile fast Level 3. Das Panda-Creeping ist wirklich exzellent. Der Breath of Fire wird gleich richtig helfen. Ich glaube, für Leon, ja, er weiß wahrscheinlich nicht, was hier Sache ist und fühlt sich auch nicht gut an, mit einem Level 2 Archmage zu pushen. Und jetzt kommt die Counter-Expansion. Also, wenn das hier so weitergeht, dann sind wir gleich wieder auf zwei Basen auf beiden Seiten. Aber ja, der Panda, das ist ein Problem für Leon.
Ja, vor allem, dass er schon so schnell Level 3 geworden ist. Ich fand, beziehungsweise find's auch ziemlich greedy von Kevin, dass er die Echse da einfach so direkt platziert hat, vor allem nach dem Early Game. Aber gerade mit dem Nachteil, den du im Early hast, musst du halt immer mal was riskieren. Natürlich versuchst du halt auch, um die Fehler des Gegners zu spielen. Das hat er auch hier relativ gut ausnutzen können, dass Leon hier einfach gar nicht gescoutet hat. Hätte schon einen Footman immer mal wieder rüberschicken können oder zumindest da platzieren können, um zu sehen, ob da eine Echse kommt oder nicht. Hat er nicht getan. Somit sieht er jetzt erst die Expansion und die läuft natürlich jetzt schon ein bisschen. Entangles werden jetzt hier auf einen Rifleman gezogen, der stirbt relativ sicher. Könnt ihr vielleicht noch einen Priest rausnehmen, aber Level 2 Entangle hat natürlich mittlerweile heutzutage eine etwas kürzere Range, damit sie aktiviert wird. Nicht so noch wie in guten alten Zeiten, wo er wahrscheinlich jetzt schon die zweite oder dritte Unit getroffen hätte. Und somit kann Leon sich ja nochmal zurückziehen. Der Breath of Fire, alles brennt und es wird nicht gedispelt, weil das Upgrade noch nicht fertig ist. Der Panda kann das Ding hier fast alleine holen, sag ich mal. Ist natürlich alles Zeit für Leon und seine Echse, aber das ist gerade riesenproblematisch. Alles, was irgendwie Value hat, ist angeschlagen. Die Rifles, die Priests, der Archmage hat keinen Mana mehr, die Naga in diesem Fight. Ein bisschen underwhelming und der Panda, der hat noch was im Tank. Zack, nochmal nächstes Breath of Fire für noch mehr Damage. Zwei Units wieder down. Und Leon, der hat hier fast nur die Hälfte vom Supply. Und vor allem, dass er halt immer noch so viele Archers im Hintergrund hat, hilft ihm natürlich sehr stark, jetzt hier auch nochmal die Units rauszusnipen. Jetzt werden die Milizen dazu gezogen. Das Problem ist natürlich jetzt auch gerade mit der Army-Konstellation, kann er jetzt hier immer wieder so ein bisschen kiten, die Milizen rausnehmen und somit hier auch nochmal einen starken Economy-Schaden machen. Der Breath of Fire trifft hier fast die gesamte Human-Army. Richtig schön platziert. Auch schon fast Level 4 Panda mittlerweile mit am Start. Während wir bei Leon nur 3-2 Helden sehen. Der struggelt hier richtig. Der versucht jetzt hier natürlich hier irgendwie am Leben zu bleiben. Unten die Echse. Die läuft. Ich glaube, Kevin hat das Ganze noch nicht so gesehen. Ich glaube, wenn er das gesehen hätte, gerade weil da auch keine Tower sich befinden, könnte der die ein oder andere Unit einfach abstellen, damit die Peasant-Line immer weiter angegriffen wird und somit die Peasants dann irgendwann sterben. Aber, wie gesagt, hat er nicht gescoutet. Jetzt kommt hier nochmal ein Creepjack, Detonate hier auf die Mortimentals, werden ja auch nochmal mit dem letzten Dispel hier rausgezogen. Die Footmans und die Rifles, die sind halt aber trotzdem immer noch angeschlagen. Also es wird hier richtig schwer, trotzdem für Leon hier irgendwas aus dem Creepjack zu holen. Jo, ich finde es smart von Kevin, relativ ähnlich zu Last Refuge, wo er den Shop sich geholt hat, nach dem Fight zu einem ziemlichen Safe-Spot für seinen Gegner zu gehen und das Ding einfach rauszunehmen. Huh, aber, oh, jetzt weiß er es. Allerspätestens jetzt weiß er das von der Echse. Und wir haben noch keine Bären, wir haben noch keine MGs, aber trotzdem kann, also wie will sich Leon hier noch rauswinden, ist die Frage, mit lächerlichen Level 3 und Level 2 Helden. Archmage wieder vorne, hat eine Potion, kann ein bisschen tanken, kriegt so garantierte Kills auf Huntress, die natürlich jetzt so gut wie gar keinen Value mehr haben, aber was Value hat, ist Breath of Fire und den zimmert er da wieder durch, TP't sich aus seinem Vorgarten, Triple Kill für Kevin. Und jetzt sind die Floodgates Open Treants in der Peasant Line. Die APs, gut, also am Anfang haben die nicht so funktioniert, aber es bleibt bei seinem Gameplan. Und irgendwann geht's trotzdem, ob nach 6 Minuten oder nach 11 Minuten der Night Elf Tower Push steht. Ja, so greedy das Ganze auch war, dass er, wie gesagt, die Echse da gezogen hat, aber das war wahrscheinlich am Ende einfach so der Moment, der ihm jetzt das Game hier gewinnen wird. Leon wird ja auf jeden Fall große Probleme haben, hier überhaupt noch aus dem Fight hier gut rauszukommen. Der Keeper mittlerweile Level 4, auch der Panda schon fast auf einem guten Weg hier zu Level 5. Der hat ja auch noch eine Scroll of Healing, der Keeper. Kann also hier nochmal den Panda nochmal kurz heilen. Muss sich trotzdem zurückziehen nach dem Level 2 Forklightning hier von Leon. Aber auch hier wieder wie in dem Game zuvor, beide Helden keine wirklichen großen Items mehr, haben zwar noch Potion of Healings. Dorian, wenn ihr nochmal rausgesnipt. Ich weiß vielleicht auch nicht, ob Kevin da gerade ein bisschen zu greedy ist. Geht jetzt hier auf die Naga, die sollte sterben mit dem Slow, fällt jetzt hier auch in der Sekunde. Panda auch schon fast Level 5. Leon callt das GG und somit kann Kevin sich hier die dritte Map sichern. Puh, also hätte ich nicht gedacht nach der Strategie, die Leon hier entschieden hat, eben nicht zu exen, den zweiten AOW zu canceln und dem ganzen Tower-Push hier einen Strich durch die Rechnung zu machen. Ja, das sah nach 2-3 Minuten alles so aus, als würde Leon das Ding hier einfach solide runterspielen und dann kam die Echse, sie wurde nicht gescoutet. Und Kevin nonstop Pressure, es gab keinen Human 50, 60, 70 Supply Push. Die Echse lief nicht lang genug und Kevin holt sich die 2 Punkte und natürlich die 75 Euro, die es hier für jeden Win gibt. Das war aber die Series, die wir uns alle erhofft haben, die wir alle auch erwartet haben. Und Leon und Kevin delivered.
Waren auf jeden Fall sehr schöne Spiele, knappe Spiele. Erstes Spiel war vielleicht ein bisschen eindeutig, würde ich sagen. Also auch gerade, wenn der Harris schon ziemlich stark von Kevin war, aber gerade so im Midgame hat es dann doch ein bisschen, beziehungsweise ist es immer mehr abgefallen. Leon konnte sich dann immer weiter aufbauen, einen Ressourcenvorteil erschaffen und das Ganze dann am Ende schön sauber runterspielen. Aber gerade Game 2 und 3 waren hier für mich so, die relativ außen vor stehen. Also gerade Game 2 natürlich immer schöne Fights, immer einen Schlagabtausch gehabt. Und Game 3, ich würde schon sagen, Leon war da eigentlich taktisch gesehen vorne, aber hat halt leider den großen Fehler gemacht, dass er die Echse nicht gescoutet hat mit einem Footprint oder mit einem Waterfall-Mantel, wie auch immer. Hat davon zu spät Wind bekommen und dementsprechend hatte Kevin hier auf jeden Fall den richtigen Riecher, hier ein bisschen greedy zu spielen und sich somit auch das BO3 zu sichern. So ist es. Dementsprechend Kevin alleiniger Tabellenführer momentan mit 8 Punkten, Leon dahinter mit 7 Punkten. Das ist aber natürlich auch die Chance für X-Lord, wenn er hier das 2-0 holt heute, was wir alle erwarten, dann ist er mit 9 Punkten auch vor Kevin und dann haben wir zumindest an den Top-2-Positionen das alte Kräfteverhältnis wieder hergestellt. Und was wir auch wieder herstellen, ist das McDonald's Spotlight. Es muss natürlich gebracht werden. Kevin Schwem, der Vizemeister in der Siegeslaunch. Das war ein wildes Ding, Alter. GG. Puh, ja, geile Series. Well played, Leon. Das hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht, sagst du? Ich dachte, du hast da Rotz und Wasser geschwitzt. Auch, aber gerade das ist doch geiles Warcraft. Ich meine, ich hatte ein bisschen Angst bei dem Patch, dass es nur noch Tier 2-Push wird. Jedes Game, selbe Timing und alles all in und dann klappt es oder nicht. Ja, das waren jetzt einfach mal schön wieder diese diversen Szenarios, die ich bei Human Nachtelf liebe. Und war geil. Eines der schönsten Matchups, definitiv. Wir rollen das Ganze mal ein bisschen auf. Map 1 war Springtime, war deine Map. Da fühlte sich das so an, als ob noch nicht alles zusammenläuft. Der High Priest hat irgendwie ewig gedauert, dann waren die Timings so ein bisschen verschoben. Was lief da falsch? Ich hatte eine ziemlich böse Creep-Route mir ausgemacht, auf Basis seiner Ladder Games. Und da hat er immer einen Spot gecreept vor der Echse oder zwei sogar teilweise. Den ersten und den Standard-Spot und dann in der Mitte und dann zur Echse. Und so hatte ich jetzt eine Creep-Route, dass ich den Shop habe, das Merc-Camp und perfekt Level 3 mit Staff und Full Mana, dass ich dann entscheiden kann, gehe ich auf seine Echse oder in seine Main. Bis dahin hat es eigentlich perfekt funktioniert, nur er hat halt direkt geäxt und hat dann den Ogre-Mage gekillt, das heißt, ich war Level 2. Aber trotzdem habe ich halt massiv viel Schaden gemacht in seiner Main. Ich glaube, bis dahin war es auch okay, aber dann bin ich nochmal reingestufft und habe halt einen Held verloren und dann ging gar nichts mehr auf, weil ich halt mit dem Tinker da nichts reißen konnte und dann habe ich halt versucht, noch irgendwas zu machen mit Mastryaden und allem, aber da hat er perfekt reagiert mit Double Barracks und Rifleman und frühem Push. Da war es dann rum. Ich glaube, ja, muss ich halt ein bisschen verfeinern, je nachdem, wie er da startet, aber ich glaube, bis Tier 2 war ich sogar vorne, weil er hat einen Moonwell in seiner Base gehabt, viel Schaden, aber gut, dann hat das eiskalt runtergespielt. War schade, aber war halt einfach nicht perfekt für die Build-Order von ihm. Also war kein großes Problem, dass du gerade von der Arbeit kamst und nicht so aufgewärmt warst, sondern das war einfach die Natur des Spiels quasi. Ach, würde ich gar nicht sagen. Also klar, ich würde sagen, ich habe perfekt gespielt. Ich renne mit Mastryan halt einmal in Rifler rein, ich verliere meinen Held unnötig und ich habe sogar vor dem Game noch ein paar Games machen können. Ich glaube, ich habe alle verloren. Also war echt nicht so prima. So irgendwie 6 oder 7 Stück einfach zack, 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 einfach alle verloren. War gut. Dann aber schnell, ne? Aber ja, wer hat einfach besser gespielt auf der Map und ehrlich zu sein, ging ich so fest davon aus, dass er jetzt 1-2 Spots davor macht, dass ich dieses Szenario gar nicht so geübt habe und da verdient der Sieg von ihm. Warum nicht drauf schieben, dass ich von der Arbeit kam oder nach dem schwach ist. Das ist natürlich nicht gut, aber dem Game hat es nicht daran gelegen. Wissen wir alle. Last Refuge lief um einiges besser. Da hat der Harass 10-mal besser funktioniert als vorher. Bist du noch ein bisschen nervös geworden in der Mitte vom Game? Es sah so ein bisschen nach Turnaround aus. Ja, das Ding ist, ich glaube auch da ging meine Creep-Route perfekt auf erstmal mit dem Merc-Camp, weil ich halt genau bei ihm war mit den Mercs, mit dem starken Demon Hunter, wenn er creept und da habe ich super viel Schaden gemacht, bin dann wieder drauf. Aber irgendwie, ja, es ist halt so ein bisschen tricky. Hatte ich dann wieder kaum HP und musste dann zurück, ich glaube,
verdammt viel ausgeben für Items. Also eine Heal-Scroll zweimal, um meinen Held zu saven. Und das haut mich natürlich zurück, weil ich einfach dann zu aggressiv war, glaube ich. Auch ein bisschen seinem MK zu verdanken. Und dann hatte ich einfach nicht genug Armee. Normalerweise von dem Rhythmus, also ich war meilenweit vorne, aber dann habe ich zu viel Geld für Items ausgegeben und hatte einfach kein Tier-3-Zeug. Und was dann passiert ist, das war absolut wild. Ne? Die MDs mussten wieder her. Ich halt dachte, wenn er jetzt wieder Double Barrack Rifler macht, dass er ja gespielt hat auf Map 1 und Map 2, dann ist halt Orbs mit MGs erstmal geil, weil er nicht so gut auf Tier 3 kommt. Und dass ich dann aber noch gewinne, nachdem ich die Echse verliere, hätte ich eigentlich nicht gedacht, aber jede Map zählt in der Season, von daher bin ich drin geblieben. Hat sich gelohnt. In der Tat. Warn, hast du Fragen zu Spiel 3 oder generell? Ja, also erste Game fand ich, warst du eigentlich mit dem Push ziemlich weit vorne. Ich war dann ein bisschen überrascht, als du dann mit dem Level 3 Demon Hunter dich dann nochmal so ein bisschen entschieden hast, dann doch nochmal in die Mainbase zu steffen. Weil gerade wenn die Base dazugebaut ist, weiß man ja, dass der Held relativ safe dann sterben wird, früher oder später. Es sei denn, man hat halt einen zweiten Helden mit Steph, wie es bei Nachtelf dann halt eben der Fall ist. Was mich ein bisschen gewundert hat, war, dass du mit dem Tinker dann halt natürlich zeitgleich auch Druck aufgebaut hast. Aber warum hast du dich dafür entschieden, dann den Demon Hunter am Ende doch sterben zu lassen und nicht den Tinker mit in die Mainbase zu ziehen, sodass du den Demon Hunter retten konntest? So ganz kalkulierte Age-Loss war das nett. Ich hatte ja einen Shop am Goblin-Shop, hatte Staff auf dem Tinker, war halt zu greedy und dachte, ja, ich kann mit dem Demon Hunter so lange da rumrennen, dass ich easy in the Factory an die Echse platziere und da renne ich nochmal zu seiner Main und staffen dann raus. Aber irgendwann geht der halt auch kaputt, auch wenn das manche dummen Streamer aus unserem Nachbarland anders sehen. War er halt weg. Und das war dann nicht gut. Nee, es war einfach zu greedy. Ich dachte, wegen dem Moonwalk kann ich dann da überleben und so, hab genug Zeit, aber ich hätte, glaube ich, da einfach die Echse pushen können. In der Naga Second und dann wäre die halt weg gewesen. So, da war ich nicht mal zum Tower, weil ich den gekillt habe anfangs. War einfach ein bisschen schlecht. Ja, zweite Map war ja ein ziemlich starker Schlagabtausch. Also es ging immer so ein bisschen nach hinten für dich, dann ging es wieder relativ gut nach vorne. Du hast auch relativ immer viel von der Map, fand ich, mitnehmen können. Also auch gerade, wo du unten die Echse gecreept hast und zeitgleich auch den Shop von ihm geklaut hast, hat dir ja auch relativ gut geholfen, was Items angeht und Erfahrung. Ja. Hast du dich da zwischendurch immer mal so ein bisschen hinten gesehen in dem Spiel oder warst du da doch schon mit breiter Brust vorne, weil du halt einfach auch mit den Helden relativ stark vorne warst im Vergleich zu ihm zeitweise? Ich glaube, da waren es vier Helden und ich glaube, er war gerade bei 3-2. Also ist natürlich dann immer schon ein relativ großer Vorteil auch. Du warst natürlich auch mit der Echse hinten, hast sie auch selber, wie schon angesprochen, verloren gehabt. Aber war das für dich auch so ein Punkt, wo du auch gesagt hast, da siehst du dich hinten trotz der Helden? Also eigentlich dachte ich, ich bin extrem weit vorne. Das war so mein Eindruck. Vor allem, als dann die Echse hochkam. Er hat super viel Schaden genommen anfangs. Ich habe stark gequillt, wie du sagst. Eigentlich dachte ich, da kann erstmal nichts passieren. Nur das Ding ist, ich spiele natürlich gern viele Dryaden. Das weiß man soweit, das weiß er auch. Und dagegen ist, oft hat er in der Ladder in der Tat, ich glaube, da hat er kein einziges Mal diesen Double Barrack Style gespielt. Und dann war da halt viel mehr Rifler. Das heißt, es geht nicht so ganz auf, was ich da mache. Von daher muss ich wahrscheinlich nochmal früher auf Tier 3. Und bin nicht ganz sicher, ob ich dann irgendwann hinten war. Ich glaube, als ich die Echsen verloren habe, dann halt schon. Aber da haben mich halt dann die Helden irgendwann gecarried. Ich war ein bisschen out of position, habe halt irgendwie gehofft, auch auf Heal Wards am Lab, weil ich keine AP mehr hatte. Ansonsten ging es, glaube ich, auch, weil das Ding ist so ein bisschen komisch bei dem Matchup. Man hat halt die Möglichkeit, komplett durchzupushen mit frühen Bären, wie es Trunks oder so gern spielt und Kao. Ich bin halt ein Fan von den Makro-Games und die Echse ist halt irgendwie anfälliger gegen diesen Double Barrack Style. Von daher ist schwer zu sagen. Aber dann muss man halt zumindest stark creepen, damit die Helden da sind. Und kann man einiges reißen. Und ich denke, LR ist halt perfekt für Demon Hunter creeping. Also die Shops creepen, Labor creepen, das ist eigentlich alles geil. Ansonsten, ich denke, ich war hinten nach der Echse und dann hat er irgendwie super viel verloren gegen die Naga und so. Ne? Und dann habe ich recht 15 Supply oder so, nur gegen die Helden. Ja, auf der dritten Map, wie überrascht warst du da, dass er plötzlich nicht geäxt hat? Ich denke, weniger überrascht als er, als er die Keeper gesehen hat. So. Auch als er noch in deiner Base war? Na gut, dann hat er dann nicht gesehen, aber ich denke nicht, dass er sich auf den Keeper vorbereitet hat, um ehrlich zu sein. Den habe ich nämlich gar nicht in der Ladder gespielt und keine Ahnung, ist halt nur so ein bisschen Surprise-Ding. Ich wollte eigentlich einfach All-In durchdrücken, damals gegen Trunken, als es um die Rehle ging.
einfach, wenn es zählt, einfach Mass Hunt mit Mercs passt schon. Aber dann hat Eiffel Push gespielt. Das hat mich extrem überrascht, weil der ist, ich finde, tendenziell anfällig gegen Keeper. Da kannst du halt zwei Sachen machen. Du gehst früher auf Bären oder machst so ein creedy Ding wie ich mit Mass Archern und Mercs und da kann der Jungen halt echt mal böse reinrennen. Also Mass Archer, Mercs und Whips und das ist halt eklig für ihn, weil ich andauernd Druck haben kann und er will eigentlich irgendwie ein MK3 mit Clap. Von daher, keine Ahnung, überrascht war ich nicht. War sogar froh, dass er dann getaggt hat, weil ich dann sogar die Echse gepiept hat. Dann hat er nochmal so viel getradet, seine ganzen Fullies von Low AP, also wusste ich eigentlich, ja, die kann er nie im Leben abbrechen. Ich glaube, dann ist halt relativ cool. Ja. Also, ja, bin überrascht, weil eigentlich, ich habe natürlich auch seinen Stream gestalkt, da war er nicht so überzeugt von der Jungen Tier 2 Geschichte, aber er kann halt alles, ne? Ist ja ein guter Junge. Absolut richtig. Aber wenn es zählt, ist der Keeper da. Wenn es zählt, ist der Keeper da. Ist der Keeper nächste Woche auch da, wenn es gegen den nächsten guten Jungen geht? Das Rematch vom letzten Grand Final? Wie der gespielt hat gegen Edo nach der Arbeit, abartig. Der Typ ist halt einfach gut. Vor allem gab es auf Twitter war geil. Edo hat so gesagt, ja okay, er hofft, dass X-Wall noch Basaltenbestätigung prüfen muss und so und dann müde ist. X hat geantwortet nach dem Spiel, nach dem 2-0, ja, ich habe während unserem Spielpaar geprüft. Schon gut. ja, keine Ahnung, gegen X-Wall, ich hoffe halt, dass er ein bisschen müde ist vom Basaltenbestätigung prüfen. Ne? Ja. Ansonsten wird da wahrscheinlich nichts helfen, ne? Vielleicht spiele ich Warden, ne? Ja. Also du hast dich jetzt ja schon die ganze letzte Woche vorbereitet, ne? Hat man ja in deinem Statement gehört. Ja, so gut es ging. Also ich versuche schon viel zu spielen, aber das Ding ist halt, manchmal, X-Art ist halt so verdammt gut. Schenkt halt auch kein Spiel her. Den muss halt wirklich besiegen und ich weiß nicht, ob ich schon das Level erreicht habe. Ich werde gutes Game versuchen zu bringen, aber ja. Oder Warden, denkst du, ich habe Chancen in dem Patch? Deinen Freund. Das ist natürlich schwierig. Das ist natürlich schwierig. Aber ich glaube, chancenlos sind gerade die Playoffs spielen, nicht wirklich unbedingt, gerade wenn er jetzt frisch immer von der Arbeit kommt. Also könnte man ja auch mal zum Vorteil machen. Ja. Zur Not, ich weiß gar nicht, wann euer Spiel ist, also wie spät, hast du das im Kopf? Weil sieht ja momentan danach aus, als müsste X-Lord immer die späten Spiele nehmen. Vielleicht kannst du dann einfach nicht verschieben und den Deathwin dir nehmen. Ja, aber keine Ahnung, ich weiß halt echt, wie es ist. Ich bin ja auch teilweise von Deadlines geprägt und projektbasierte Geschichten sind halt so. Da wäre ich da ehrlich gesagt der Letzte, der nicht verschiebt. Weil ich bin froh, wenn ich Zeit habe, wie jetzt in der semesterfreien Zeit. Aber wenn ich dann auch mal eine Deadline habe, ja gut, dann kann ich vielleicht auch mal gar nicht spielen oder nur zu einer bestimmten Zeit. Von da verstehe ich das. Ansonsten, ich muss gewinnen, ich muss ein Outplayen und dann ist egal, ob um 19:30, um 21:30, da brauche ich keinen Vorteil. Wenn ich irgendwann bereit bin, für das Best of 3 zu gewinnen, dann ist es so. Ne? Alright. Sonst fühlt sich so ein Sieg halt auch falsch an, gell? Wenn man dann kriege ich irgendwann die Punkte, die 75 Euro und dann macht er mich 10-0 platt im Finale, weil er dann wütend ist. Bringt auch nichts. Nee. Wenn dann richtig und fair und dann schauen wir mal. Okay. Aber der Sieg heute war wichtig für die Playoffs, der war echt wichtig. Dann genieß ihn und zelebriere das Ganze ein bisschen. Bleib natürlich dran, schalt den Stream ein. Wir haben noch Todd gegen deinen Clanmate Tibbetjack und wir haben X-Lord gegen deinen Clanmate 84. Was ist drin für die Rocket Beans, ganz kurz? Ja gut, Tibbetjack rasiert 2-0 drüber. Mhm. Todd kann nix. und X-Lord, X-Lord wird die erste Map gegen 84 verlieren. Ja. Okay. Das passiert gleich, ja. Ihr habt wie viel bechert ihr so auf der Arbeit schon? So? Ja, du. Das war keine Apfelschorle eben, das war natürlich Apfelwein. Eieiei, ne? Der gute Apple. Die gehobenen. Kevin, ja, vielen gut, Dank für deine Games und vielen Dank für deine Zeit. Ja. Bis nächste Woche. Schönen Abend, ne? Ciao, ciao. Ciao, ciao.